vielen Dank für die Musik. Ich stehe jetzt hier noch alleine, es darf Sie nicht beunruhigen. Ich werde gleich hier in einer größeren Gruppe sitzen. Ich setze mich mal hin. Und ich habe gestern ein altes Buch aus dem Regal genommen, das kritische Gewerkschaftsjahrbuch, Jahrgang 1979-1980. Ich zitiere mal was. Die Frage der Arbeitszeitverkürzung ist heute wieder ins Zentrum gewerkschaftspolitischer Debatten gerückt. Als wichtiger Bestandteil der Auseinandersetzung zwischen Lohnarbeit und Kapital ist sie jedoch keineswegs neu, sondern begleitet die Geschichte des Kapitalismus mehr oder weniger kontinuierlich. Nun wissen wir alle, der Kapitalismus ist noch nicht Geschichte, also begleitet uns diese Frage und dieses Jahrbuch ist 40 Jahre alt. Wir haben heute schon einiges darüber erfahren, dass diese Debatte ja noch viel älter ist, sondern auch von mir nochmal ganz persönlich herzlichen Dank, Ringe Kurz-Scharf, war ein sehr, sehr toller Vortrag. Wir wollen heute kurz mal darüber reden, an diesem wichtigen Tag, wo steht die Debatte heute, wo liegen die Chancen, arbeitszeitpolitisch noch weiterzugehen, wo sind die Gefahren, weil Erreichtes seitens des Kapitals doch heftig unter Beschuss geraten ist. Wie gehen wir eigentlich mit veränderten Anschauungen über Arbeit um und wie steht es um die Arbeitszeit im Reproduktionssektor? Denn da wird ja auch gearbeitet und auch das ist eine alte Frage. Und ich freue mich, hier vorne zu begrüßen und bitte dann auch gleich nach vorne Beate Zimpelmann, die Professorin ist. Sie sind ja schon alle vorgestellt worden. Vorsitzende des Kompetenzzentrums Nachhaltigkeit im globalen Wandel. Und sie beschäftigt sich unter anderem mit Nachhaltigkeit in der Arbeitswelt und ganzheitlicher Arbeit. Herzlich willkommen, Beate Zimpelmann. Ebenso freue ich mich zu begrüßen Anne Rieger, gewerkschaftlicher Linksblock Steiermark, haben wir auch schon begrüßt. Ich freue mich ganz besonders, Anne Rieger heute begrüßen zu können, denn wenn man darüber Fragen sich stellt, was zu tun ist, dann muss man mal fragen, was ist. Und da ist, hat auch diese schöne Graffiti von Kevin, spielte ja da eine Rolle. Ja, es könnte alles noch viel schlimmer sein und manchmal wird es auch schlimmer, aber wir wollen darüber reden, dass es auch mal besser wird. Und da muss man die Erfahrung einpreisen. Herzlich willkommen, Anne Rieger. Professor Friedhelm Nachreiner, da hinten ist er, beschäftigt sich seit Jahrzehnten, das kann ich wohl so sagen, mit Arbeitszeit und Arbeitsschutz, und zwar im GAVO e.V. Das ist ein Verein, den vielleicht nicht jeder kennt, aber das sollte sich ändern, kann ich Ihnen nur anraten. Denn dort wird relativ lange, 86 gegründet und heute noch von ehemaligen Mitarbeitern der Abteilung Arbeits- und Organisationspsychologie der Uni Oldenburg unter Leitung von Professor Nachreiner unter anderem über Arbeitszeit und Arbeitsschutz diskutiert. Und diese kleine Nebenbemerkung sei mir gestattet, wenn die Linke öfter mal guckt, was in der Wissenschaft diskutiert wird, wären vielleicht auch die Parolen schlauer. Deshalb freue ich mich, Professor Nachreiner, dass Sie da sind. Ganz besonders auch eine Freude, Michael Raab zu begrüßen, der ist beim Netzwerk Care Revolution aktiv, kennt vielleicht nicht jeder. Und das ist schon eigentlich ein Ausdruck, dass wir vielleicht viel zu lange über eine bestimmte Frage nicht geredet haben, was nämlich mit der Arbeitszeit im Reproduktionssektor, in der Pflege, in der Familie, zu Hause, beim Saubermachen und so weiter ist. Wer das Netzwerk Care Revolution nicht kennt, es ist was Tolles, schauen Sie ruhig mal hin, gibt auch Veröffentlichungen. 80 Gruppen in Deutschland, Österreich und der Schweiz fragen, wie geht es weiter mit sozialen Konflikten, mit Emanzipation in allen Feldern der sozialen Reproduktion. Und last but not least, Sandro Witt, stellvertretender Vorsitzender des DGB-Bezirks Thüringen-Hessen, aber der heißt Hessen-Thüringen. Und ich fände es ja fast besser, wenn der Thüringen-Hessen heißt. Warten wir mal die morgige Wahl ab. Ich habe noch den Auftrag, uns daran zu erinnern, dringend die Mikrofone zu benutzen, weil sonst die YouTube-Übertragung nicht funktioniert. Und ich würde gern mit Anne Rieger anfangen. Ich glaube, weil da kommt man nicht dran vorbei. Die aktuelle Situation in Österreich.
Ich glaube, man muss es trotzdem den Kolleginnen und Kollegen hier auch nochmal erklären. Was ist da eigentlich gerade in Fragen Arbeitszeit passiert? Was läuft da noch? Was läuft dagegen? Ja, schönen guten Tag. Tut mir leid, dass ich so eine Schreckensbotschaft hier verbreiten muss. Aber das, was in Österreich gerade passiert, konnte man eigentlich schon nachlesen. Das will ich gerne zitieren. 2012 eine Studie der Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen der Europäischen Kommission, die damals viel gefordert hat, unter anderem aber die Verringerung der gewerkschaftlichen Verhandlungsmacht, indem es weniger zentralisierte Lohnverhandlungen und Lohnsysteme und so weiter gibt. Das ist ja in vielen Ländern gemacht worden, in Südeuropa, das weiß man in der Regel eben eher. Das ist aber jetzt eben auch in Österreich gemacht worden mit der Regierung, die vor einem Jahr gewählt worden ist, aus FPÖ und ÖVP. Die ÖVP würde ich ein bisschen so einordnen wie die CDU, aber nur ein bisschen. Was versucht worden ist, noch vor der Wahl, schon im Wahlkampf, dass die FPÖ ganz massiv argumentiert hat, die Arbeiterkammern und die Wirtschaftskammer zu zerschlagen. Nicht gleich so, aber im Grunde sollte sie zerschlagen werden. Warum ist das von Bedeutung? In Österreich ist es so, dass alle Tarifverträge, 97% der Tarifverträge mit Betrieben, die in der Wirtschaftskammer organisiert sein müssen, vereinbart sind. Das heißt, im Grunde ist es sozusagen so, dass die Tarifverträge in Österreich zu 97% für die Beschäftigten gelten. Das sollte zerschlagen werden. Das ist aber nicht gelungen, weil in der ÖVP es natürlich auch Leute gab, die die Wirtschaftskammer weiter erhalten wollten. Nachdem das nicht gelungen ist, ist der Angriff anders gelaufen aus meiner Sicht. Das wird jetzt aber gewerkschaftlich insgesamt so nicht gesehen, aber aus meiner Sicht war das so, dass man dann eben den 12-Stunden-Tag durchsetzen wollte, was die Unternehmer übrigens schon seit Jahren wollten, unter dem Titel, unter dem Label Arbeitszeitflexibilisierung, so heißt das. Ja. Seit 1.9. diesen Jahres gilt in Österreich nach wie vor gesetzlich der Normalarbeitstag 40 Stunden, aber die Höchstarbeitszeit ist von bisher 10 Stunden am Tag auf 12 Stunden am Tag und von 50 Stunden in der Woche auf 60 Stunden in der Woche gesetzlich erweitert worden. Dazu sage ich jetzt zuerst, warum das so wichtig ist und das mit der Wirtschaftskammer zu tun hat. Diese 11. und 12. Stunde kann der Arbeitgeber anordnen und der Beschäftigte oder die Beschäftigte kann sagen, möchte ich nicht, weil im Gesetz steht drin, lacht bitte nicht, im Gesetz steht drin, freiwillig. Also der Einzelne kann sagen, mache ich nicht. Aber das Kündigungsschutzgesetz in Österreich ist ganz schlecht. Aber es steht drin, darauf beruft sich jetzt auch die Regierung. Also die 11. und 12. Stunde kann angeordnet werden. Der Betriebsrat muss nicht gefragt werden. Und wenn es keinen Betriebsrat gibt, war es bisher so, dass es ein arbeitsmedizinisches Gutachten geben musste. Das ist auch nicht mehr notwendig. Und die Gewerkschaft muss auch nicht gefragt werden. Also die 11. und 12. Stunde, das ist die Aushebelung der gewerkschaftlichen Verhandlungsmacht. Natürlich nicht sofort, nicht im ersten Blick und so, aber das ist eigentlich der Hintergrund. Zusätzlich ist aber noch, ich darf ja nur 3 Minuten reden, ich sage euch nur, was noch gemacht worden ist. Die Ruhenszeit ist von 11 Stunden auf 8 Stunden verkürzt worden im Tourismus bei geteilten Diensten. Also noch nicht überall, aber sie ist verkürzt worden. Es können 4 Wochenenden im Jahr kann Arbeit angeordnet werden. Freiwillig kann man natürlich Nein sagen, ist klar. Und ein letzter wesentlicher Punkt, schon Vorarbeiter und Teamleiter, also die dritte Ebene praktisch in der Hierarchie, können vom Arbeitsschutzgesetz ausgenommen werden. Das ist jetzt Gesetz seit 1.9. Und wenn ich noch kurz darf, möchte ich noch gerne sagen, wie das orchestriert worden ist von der Regierung. Die Regierung hat natürlich schon im Vorfeld der Wahlen gesagt, dass sie sowas wollen. Aber die
die Gewerkschaften haben es nicht geglaubt, dass es so sein wird. Haben zwar immer argumentiert dagegen, aber es ist nicht wirklich was gemacht worden. Wir hatten im Mitte Juni den Kongress des ÖGB, der alle 4 Jahre stattfindet. Und auf diesem Kongress ist darüber geredet worden, aber es gab keinen Beschluss. Der gewerkschaftliche Linksblock hat den Antrag gestellt, dass man in allen großen Städten Kundgebungen, Demonstrationen macht. Das ist dann zwar nicht abgelehnt worden, aber verwiesen worden. Der Kongress, das ist jetzt nicht gelogen, der Kongress war noch keine Stunde vorbei. Da haben im Nationalrat, was der Bundestag ist, 2 Abgeordnete von ÖVP und FPÖ den Antrag gestellt, diesen 12-Stunden-Tag, was ich euch jetzt gerade erzählt habe, einzuführen. Nicht die Regierung, denn wenn die Regierung das gemacht hätte, hätte es ein Begutachtungsverfahren geben müssen. Das ist so umgangen worden und man konnte innerhalb von 3 Wochen konnte dieses Gesetz beschlossen werden. 1 Stunde nach Ende des ÖGB-Kongresses ist das also eingebracht worden. Daraufhin hat dann der ÖGB doch reagiert und hat, das habt ihr wahrscheinlich alle gelesen, innerhalb von 14 Tagen ganz, ganz großartig, muss man sagen, 100.000 Menschen organisiert, die nach Wien gefahren sind mit Sonderzügen, Sonderbussen und so weiter und gegen dieses Gesetz demonstriert haben. Einmal, leider. Und 5 Tage später ist es dann im Bundesrat, im Nationalrat beschlossen worden. Natürlich mit den Mehrheitsstimmen. Dann, und das muss man noch dazu sagen, es ist alles ein bisschen kompliziert, dieser Tag, wo wir demonstriert haben, der 30.06., das war der Beginn der 9-wöchigen Urlaubs, der 9-wöchigen Ferienzeit in Österreich. Das war der erste Tag der 9-wöchigen Ferienzeit. Der 1. September, zu dem es dann beschlossen worden ist, war der letzte Tag der 9-wöchigen Ferienzeit. Das heißt, es war einfach total kompliziert, dort den Widerstand zu organisieren. Aber auch ist es so, komme ich zum Schluss, die Gewerkschaften in Österreich sind nicht sehr kampferfahren, weil sie doch immer sehr stark sozialpartnerschaftlich organisiert waren. Und sie sind auch nicht so einheitlich, weil die Gewerkschaften eben ganz stark fraktioniert sind. Jede Partei hat praktisch ihre eigene Gewerkschaftsfraktion. Also ich gehöre zum gewerkschaftlichen Linksblock, die würde man sozusagen in die Nähe der KPÖ bringen. Aber auch die FPÖ hat eine Fraktion in den Gewerkschaften, im ÖGB, das ist die FA, Freiheitlichen Arbeitnehmer. Und diese starke Fraktionierung erschwert natürlich auch gemeinsame Kämpfe. Es gibt jetzt noch weiteres zu sagen, es wird natürlich noch mehr gemacht, nicht nur dieser 8-Stunden-Tag, sondern die Krankenkassen werden zerschlagen, die Unfallversicherung, die Zahlung der Unfallversicherung wird von den Arbeitgebern zum Teil auf die Beschäftigten übertragen und es gibt noch ein paar andere Sachen. Also es gibt sozusagen das Abarbeiten der Liste der industriellen Vereinigung, was der BDA hier ist, die Liste der industriellen Vereinigung wird von der Regierung abgearbeitet. Ich muss eine kurze Nachfrage stellen. Ich hätte noch 10 andere im Kopf, aber wir müssen uns ja hier auch auf die Redezeit, nicht die Arbeitszeit, sondern auch die Redezeit muss manchmal begrenzt werden. Gab es Solidarität aus anderen Ländern? Also das ist doch sozusagen der Gang in den autoritären Neoliberalismus und zwar direkt an der Linie Kapitalarbeit. Und es ist ja keine Sache der österreichischen Beschäftigten, sondern da steckt ja eine Entwicklung drin, die sich dann auch leicht auf europäischer Ebene in sowas wie eine Dynamik. Gab es von deutschen Gewerkschaften Solidarität? Also ich bin jetzt ja nicht mehr sozusagen im inneren Kreis der Gewerkschaften. Also mir ist es nicht bekannt, es könnte aber gut sein, dass die deutschen Gewerkschaften, weil es gibt schon eine Verbindung zwischen österreichischen und deutschen Gewerkschaften, die öfter, dass es da was gegeben hat. Wunderbar. Das war natürlich nur eine Überleitung zu Sandro Witt, den ich gleich jetzt sozusagen weiterfragen möchte. Die Debatten in Österreich, das, was da passiert, ist ja auch jetzt nichts, was in einem fernen Land passiert, sondern man ist ja auch mit ähnlichen Angriffen hierzulande konfrontiert. Mach's mal böse. Ich habe manchmal den Eindruck, unter dem Dach des DGB spielt die Arbeitszeitfrage gerade gar nicht so eine große Rolle, obwohl an einigen Stellen was passiert.
Ja, das ist ja gleich. Also ich würde trotzdem schon gerne noch mal was sagen. Also der, auch wenn das jetzt auch wieder so wie eine Binse klingt, aber ne, es gibt schon eine Solidaritätserklärung des DGB-Bundesvorstandes, auch in der Einigkeit in Richtung ÖGB. Also ich will das deutlich sagen, und es gab auch einen Besuch von Rainer Hoffmann und so weiter. Man kann das jetzt alles so ein bisschen belächeln, aber es ist natürlich wichtig, dass diese Zeichen auch gesetzt werden. Das Problem ist doch, dass wir sozusagen in Deutschland, als wir vorhin angestoßen haben, bin ich mal rausgegangen, habe mal kurz die Augen zugemacht, mir ist gerade nicht so nach Anstoßen, Leute, sozusagen auf den 8-Stunden-Tag. In der Vorbereitung auf diese Runde hier haben wir uns einfach mal angeschaut, wie denn die reale Arbeitszeitverteilung eigentlich ist. Also ich glaube, dieser 8-Stunden-Tag quasi gerät immer mehr zur Legende fast schon sozusagen. Ich bin 37, ne? Ich bin sozusagen in eine Zeit reingewachsen, in der 12 Stunden völlig normal sind zu arbeiten. Wir haben noch gar nicht, das ist Handy angesprochen sozusagen als Arbeitsmittel. Also das ist jetzt sozusagen erstmal die Zuspitzung ganz am Anfang. Ich glaube aber schon unter dem Dach des DGB, da gibt es einen Unterschied zum ÖGB. Wir haben es gibt keine Richtungsgewerkschaft und keine Gruppierung und Fraktionierung. Das finde ich auch immer richtig. Es gibt so eine gewisse Sozialdemokratiegläubigkeit sozusagen, die ich auch ablehne. Ne? Also ich finde immer, wir sollten gar nicht so sehr Parteien hinterherlaufen, sondern eher Arbeiterinteressen und Arbeiterinteressen sozusagen in den Mittelpunkt rücken. Auch das sozusagen. Ich habe nicht so viel Zeit, deswegen nicht so viel klatschen an der Stelle. Die 8 Gewerkschaften, und dann schließe ich es auch sozusagen erstmal in der Runde ab, die 8 Gewerkschaften haben unterschiedliche Herangehensweisen an die Arbeitszeitfrage. Die mir am nächsten ist, wir fragen mal die Mitglieder, die IG Metall, ja? Die IG Metall fragt die Mitglieder direkt ab, sozusagen. Wie sieht es aus mit euren Interessen, basisdemokratisch? Und dann kommt raus, in der Metall-Elektroindustrie sind die Löhne weitestgehend so, dass man es sich leisten kann, auch eine Arbeitszeitdebatte zu führen, die sozusagen nach unten gerichtet ist. Also dass Menschen auch sagen, sie verzichten im Grunde genommen ein Stück weit, weil es vom Gehalt her richtig ist. Jetzt mache ich bei der EVG, Eisenbahnverkehrsgewerkschaft, ne, bei der Deutschen Bahn, großer Konzern, sozusagen gleiche Diskussion. Dann schließt man den Tarifvertrag ab und es passiert tatsächlich, dass es eine Wahlfreiheit gibt sozusagen und ich weiß, dass sich die meisten für Arbeitszeitverzicht sozusagen wirklich auch entscheiden, weil sie da sozusagen in den großen tarifierten Bereichen das machen können. Ja, aber Freunde, in Thüringen ist nicht mal jeder Dritte sozusagen erfasst von solchen Sachen. Ich will es deutlich sagen, sondern wir haben eher eine Situation, dass sich Menschen aufgrund dieser ganzen Logik, CDU damals, Alleinregierung, Niedriglohnland und so weiter, all das, was sich da etabliert hat, auch tatsächlich in einer Situation sind, wo sie sich das nicht leisten können, auf diese Arbeitszeit zu verzichten, sondern eher uns sagen, macht mal noch mal ein paar mehr Stunden, dann kriegen wir noch Zuschläge sozusagen, mit denen wir dann irgendwie vielleicht ein bisschen was zu essen einkaufen können. Das ist sozusagen die wirkliche Zuspitzung, aber die Situation, bitte? Nee, aber es geht schon darum, wenn jemand noch ein Enkelchen hat und vielleicht noch mal was zusätzlich kaufen will, ist es tatsächlich hier schon, gibt es Leute, die sich das auch nicht leisten können, obwohl sie arbeiten gehen, vielleicht in Teilzeit und so weiter und so fort. Also das gibt es schon, gibt es Leute, die mich ansprechen. Können wir auch ernsthaft diskutieren und ich sehe auch Leute, die in die Mülltonnen greifen sozusagen und das sind im Zweifelsfall nicht Leute, die auf der Straße leben, sondern die kippen dazu, sich nicht, können wir vielleicht nachher in der Diskussion machen, trotzdem verzichtet man nicht auf Arbeitszeit, weil man die Kohle braucht. Das ist sozusagen tatsächlich die Formel, die in Thüringen in den weitesten Fällen anwendbar ist. Ja, das ist aber nicht nur in Thüringen so, sondern das ist ja sozusagen jetzt auch nicht unbedingt auch nur ein Ost-West- oder ein Bundeslandproblem, das ist auch ein Branchenproblem, es ist ein Problem sozusagen zerlöcherter Tarifbindung, es ist ein Problem auch, ist es auch ein Problem, dass die Gewerkschaften, Ingrid Kurz-Scherf hat vorhin von 30 Jahre Winter oder so gesprochen, irgendwie so ähnlich, dass man an der Stelle vielleicht zu lange die Hände von gelassen hat. Ich meine, es gab die große Niederlage, Ostdeutschland, 35-Stunden-Woche, haben wir vorhin schon angesprochen. Hat es auch in den Gewerkschaften so eine gewisse Zurückhaltung, eine gewisse Angst vor diesem Thema, am Ende auch nicht genug Leute auf die Straße zu bekommen, in die Betriebe? Würde ich nicht sehen. Also ich glaube, dass die Gewerkschaften schon sehr genau hinschauen, quasi, was ihre Mitglieder da vor Ort in den Tarifkommissionen und so weiter entscheiden. Also gesellschaftspolitisch können wir das fordern, sozusagen. Der DGB ist gefragt und sagt, also wir haben gesellschaftspolitische Forderungen, die wir in die Öffentlichkeit stellen, als politischer Dachverband, ja, die wir mit unseren 8 Gewerkschaften auf Kongressen, ich kann das sagen, auf den Kongressen gibt es Anträge von einzelnen Mitgliedern einer DGB-Gewerkschaft, die sich darauf beziehen, die 30-Stunden-Woche zu fordern und das quasi vom Gesetzgeber einzufordern.
Das sind Anträge, die werden lang und breit diskutiert auf den Gewerkschaftskongressen, dann werden die abgelehnt im Normalfall. Also das, mit welcher Begründung? Zumindest bitte? Mit welcher Begründung? Ich glaube, das ist ja ein wichtiger Punkt. Dass warum die Gewerkschaften sagen, sie klären das mit ihren Mitgliedern und in Tarifverträgen, weil, vielleicht jetzt ganz hart formuliert, das Vertrauen in den Gesetzgeber jetzt nicht das allerhöchste ist im Grunde genommen und man ja möglicherweise mit einem neuen Gesetzgeber dann irgendwann mal konfrontiert ist. Ich erinnere mal daran, dass Mike Moring auch den Kurz hierher eingeladen hat. Also es passieren ja so interessante Sachen, dass die Österreicher dann hier schon mal die Landesregierung, die künftige, die das werden will, auch beraten an der Stelle. Lange Rede, kurzer Sinn, nein. Also die Gewerkschaften gehen da nicht vorsichtig ran, sondern die gucken, was ihre Mitglieder wollen. Und dann entscheiden die sozusagen über Tarifkommission und zwar auf demokratischem Weg in der Tarifkommission, was die Forderung in der Tarifrunde ist. Der DGB, das machen die schon. Und der, ich weiß, kann ich die Buhmann-Rolle einnehmen. Jede Tarifkommission ist demokratisch gewählt, demokratisch zusammengesetzt sozusagen und entscheidet. So, und die Rolle nehme ich gerne ein, weil ich weiß, dass es so ist. Und dann kann man darüber meckern, dass es Gewerkschaftsmitglieder gibt, die andere Entscheidungen treffen sozusagen in dieser Tarifkommission. Und dann die Gewerkschaft entsprechend andere Forderungen aufstellt. Habe ich auch kein Problem mit, ist ein demokratischer Prozess innerhalb der Organisation. Und wie gesagt, Zurückhaltung ist dann angesagt, wenn die Mitglieder nicht mitmachen wollen. Weil dann steht man draußen sozusagen vor der Gasse und auf der Gasse und keiner ist dabei. Kommen wir nachher nochmal dazu. Ich mache jetzt mal einfach das Mikro halber mit Michael Raab weiter. In dem Bereich gibt es nicht so viele Tarifkommissionen. Zu dem, was unter Care zählt, sind natürlich auch angestellte Kolleginnen und Kollegen in bestimmten Bereichen. Aber Care ist ja ein größerer Gedanke. Es geht ja auch um Fragen der Pflege, der Sorge zu Hause. Etwas, was Frieger Haug mal auch in so einer etwas utopisch angelegten Idee als 4-in-1-Perspektive, ich würde sie als utopisch betrachten, du findest sie vielleicht nicht utopisch, aber was mich mal interessieren würde, welche Rolle spielt eigentlich dieses Thema Arbeitszeit in euren Diskussionszusammenhängen? Ja, aus der Perspektive der Care heraus ist der Fokus natürlich nicht auf der Erwerbsarbeit. Also ich habe mal in Vorbereitung auf diesen Tag mal überlegt, wie ich das denn für mich beantworten würde. Also ich leiste so vielleicht 12 bis 15 Stunden Erwerbsarbeit, bezahlte Arbeit in der Woche, bin darüber hinaus politisch aktiv, bin in einem Bildungszusammenhang hier in Erfurt beim Bildungskollektiv, gebe eine kleine Zeitschrift mit heraus. Würde ich 8 Stunden am Tag arbeiten gehen, würden halt diese ganzen Sachen, gesellschaftlich notwendige Sachen, wichtige Sachen, aber auch schlichtweg schöne Sachen, überhaupt keinen Platz mehr finden. Und was auch vor allem keinen Platz mehr finden würde, wäre halt die Seite der Care, also die Frage der Reproduktion, mich um meine Bedürfnisse, die Bedürfnisse meiner Mitbewohnerinnen im Sorgebereich halt schlicht und einfach zu kümmern. Und beim 8-Stunden-Tag darf man vielleicht nicht vergessen, dass der in seiner historischen Entstehung halt auch verbunden ist mit dem Familienernährermodell. Dass halt der 8-Stunden-Tag halt ganz oft auch bedeutet hat, dass ein männlicher Familienernährer 8 Stunden am Tag der Erwerbsarbeit nachgegangen ist, danach Freizeit gehabt hat und dann entweder eine Hausfrau an seiner Seite hatte, die sich um die zweite Schicht sozusagen gekümmert habt und diese ganze andere gesellschaftlich notwendige Tätigkeit oder, wenn nicht genug Geld dafür da war, halt selbst arbeiten gegangen ist und dann zusätzlich noch die zweite Schicht übernommen hat. Und oder halt dritte Möglichkeit, wenn genügend Geld da ist, diese Arbeit halt einfach an schlecht bezahlte Care-Dienstleistende ausgelagert hat, die dann am Ende weiblich und migrantisch oft sind. Insofern haben wir auch so in der Vorbereitung in der regionalen Netzwerkgruppe haben wir so ein bisschen gesagt, so als ArbeiterInnen stoßen wir mit an, aber die ArbeiterInnen in der Runde können nicht so richtig mit anstoßen, weil für sie halt nie die 8 Stunden so richtig gegolten hat. Und ich sag mal so, als Netzwerk ist unsere Perspektive eigentlich, wir würden das gerne rumdrehen. Wir würden nicht überlegen, wie kriegen wir als Gesellschaft das mit der Erwerbsarbeit ordentlich geregelt, sondern wir würden die Gesellschaft gerne von der Seite der Sorge her denken. Also von der Seite her, wie kriegen wir eine Gesellschaft so organisiert, dass alle Menschen gut umsorgt sind und dass alle Menschen auch sich um andere sorgen können. Und
Dafür wäre natürlich, gehe ich gerne darauf ein, dass 6 Stunden da angemessen wären, vielleicht auch eher 4 oder 2 Stunden, so wie Frigga Haug das auch mit der 4-in-1-Perspektive fordert, damit halt neben der Erwerbsarbeit, also damit man eben möglichst wenig Erwerbsarbeit, was so in Sachen Produktivkraftentwicklung ja durchaus im Moment drin wäre, da deutlich zusammenzustreichen, halt möglichst alle Menschen viel Zeit haben, nützliche, notwendige, aber auch schöne Dinge zu tun. Seid ihr mit den Gewerkschaften im Gespräch? Weil es sind ja so ein bisschen miteinander kommunizierende Röhren, könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn man sozusagen strategischen Punkt sucht, wo man das Gemeinsame am Ziel einer solidarischen Gesellschaft verfolgt, müssten ja auch Austausche passieren. Ja, im Netzwerk sind durchaus auch Gewerkschaftsgliederungen und Einzelpersonen aktiv. Das Problem ist so ein bisschen, dass es ja schon auch ein widerstreitendes Interesse gibt, wenn wir halt die Erwerbsarbeit und die Hauptkampflinie sozusagen da nicht in den Mittelpunkt stellen und die Gewerkschaft halt schon, dann klappt das nicht immer so unheimlich gut. Also wenn die Gewerkschaft halt zum Beispiel auch ein Interesse daran hat, zentrale Betriebe, wo es gute Organisationen gibt, möglichst den Protest da gezielt einsetzen zu können und an einer bestimmten Stelle halt auch wieder abschalten zu können. Und wenn wir dagegen als eher basisdemokratisches Netzwerk von Betroffenen, also Sorgebedürftigen und in der Sorge Tätigen, dagegen eher so eine gesellschaftliche Perspektive haben, wo man halt eben nicht so strategisch vorgeht, dass man sagt, so, da ist jetzt der Leuchtturmbetrieb, da setzen wir jetzt das durch, sondern wir eher darauf hoffen, breite gesellschaftliche Wirksamkeit irgendwann mal zu erreichen. Dann ist da manchmal so ein gewisser Interessenskonflikt und da wäre es schön, wenn es mehr Zusammenarbeit gäbe. Ja, Widersprüche muss man ja politisieren und nicht wegdrücken. Ein Widerspruch ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Frau Zimpelmann, Sie haben... Sie beschäftigen sich ja mit Nachhaltigkeit. Da denke ich dann gleich an so Umweltdinge. Das Marx schreibt ja an der Einstelle, der wurde ja heute schon zum Glück mehrfach genannt, das will ich jetzt auch nochmal machen, aber dass ja die Reichtumsproduktion, so wie sie organisiert ist, zugleich die Quellen des Reichtums untergräbt, die Erde und den Arbeiter. So, und damit ist ja ein relativ großes Panorama aufgemacht. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, jemand, der sich eigentlich mit Nachhaltigkeit beschäftigt und mit Arbeitszeit, steckt da irgendwo dazwischen so als Umkehrpunkt die Sache mit der Arbeitsproduktivität, die sehr viel ermöglicht, aber die auch sehr viel an Produktion, an Naturaneignung, an Produktion von Feuerzeugen mit Musik, um die zu kaufen, muss ich lange arbeiten gehen, möglicherweise sogar ungeschützt und habe dann ein zugegebenermaßen gesellschaftlich nicht so interessanten Gegenstand in der Hand. Mich würde interessieren, wie Sie auf dieses Thema Arbeitszeit gekommen sind über Ihre Expertise. Ja, danke schön. Also die Antwort ist ganz einfach, weil das Thema Arbeitszeit bzw. Arbeitszeitverkürzung und Ökologie, Umweltschutz hängt unmittelbar zusammen. Ich kann eigentlich nur mehr Umweltschutz erreichen, wenn ich auch die Arbeitszeit verkürze. Ingrid Kurz-Schärf hat es vorhin gesagt, wir sehen, das Arbeitsvolumen geht zurück, es geht weiterhin zurück. Wenn wir das nicht mit immer mehr Produktivität, immer mehr Produktion erkaufen wollen, dass es mehr Arbeitsplätze gibt, dann können wir nur aus dem Wachstumsmodell aussteigen. Und aus dem Wachstumsmodell auszusteigen heißt gleichzeitig Ressourcenschonung, heißt weniger produzieren, heißt, was mittlerweile mit dem modernen Begriff Postwachstum umschrieben wird. Meine eigene Biografie ist die, ich habe Anfang der 90er Jahre bei der IG Metall angefangen, in der Vorstandsverwaltung, war dafür im Bereich Umweltpolitik zuständig, in der Wirtschaftsabteilung. Mein damaliger Abteilungsleiter rief mich zu sich, als ich anfing und sagte, gut Beate, dein erster Auftrag ist Zusammenhang Arbeitsplätze und Umweltschutz herausstellen, mach da eine gute IG Metall Broschüre draus, dann kriegen wir das Thema in der IG Metall gut durch. So. Prima. Ich bin mit hängendem Kopf daraus und dachte mir, super, ist es das, was ich wollte? Ich wollte gesellschaftsverändernd wirken, deswegen habe ich diese Stelle damals angetreten und dachte mir, so einfach ist es eben nicht. Eben Umweltschutz bringt nicht nur Arbeitsplätze im Sinne von wir setzen auf den technologischen Effekt, machen mehr Umwelt in der Industrie, also was wir jetzt alles haben mit dieser Green Tech. Technology und dann gibt es auch Arbeitsplätze, sondern die Zusammenhänge, die sind eben auch komplexer.
Und es gibt etliche Arbeitsplätze, die sind umweltschonend. Wir sehen jetzt den aktuellen Konflikt in der Braunkohle. Und da zeigt sich ja wieder das alte Dilemma: Arbeitsplätze kontra Umweltschutz. Und da haben wir sozusagen das Problem doppelt. Zum einen muss man schauen, wie kriegt man da einen Ausstieg hin, wie kriegt man einen Kohleausstieg hin, der wirklich sozial verträglich ist auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, nur mit Arbeitszeitverkürzung kommen wir aus dem Dilemma raus. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist das, was der Kollege sagte vom Care-Bereich. Es geht auch darum, anders auf die Arbeit zu schauen. Auch das ist ein Umdenkprozess, der übrigens auch bei den Gewerkschaften, zumindest bei der Hans-Böckler-Stiftung, zum Teil auch angekommen ist. Da hatten wir mal eine Studie Arbeit und Ökologie Anfang der 2000er Jahre, wo es ganz klar auch darum ging, die Arbeit anders zu betrachten, also zu sehen, nicht nur Lohnarbeit ist Arbeit, es gibt auch die anderen Formen der Arbeit. Es gibt die Care-Arbeit, ganz wichtig die ehrenamtliche Arbeit und die Eigenarbeit. Damit sind wir bei den vier Perspektiven, die Frieda Haug hat in der Vier-in-Einem-Perspektive. Also im Lauf eines Lebens diese vier Bereiche in Einklang zu bringen, das ist das Wichtige. Und da sind wir dann wieder bei der Gender-Problematik. Und wenn ich dann höre vom DGB, ja, wir können uns nicht leisten, auf Lohn zu verzichten, manche Bereiche, ja, ist richtig. Nicht alle sind so gut ausgestattet, tarifvertraglich, wie der IG Metall-Bereich. Aber wer macht die Hauptvollzeitarbeit, frage ich dich? Die Männer. Da liegt der Vollzeitbereich. Zum Großteil, die Frauen sind immer noch sehr stark im Teilzeitbereich. Das heißt, Arbeitszeitverkürzung, und deswegen ist es auch ein gesellschaftspolitisches Projekt, ist ein ganz klares Genderprojekt. Also es ist ein Genderprojekt und es ist auch ein ökologisches Projekt. Es ist auch ein Projekt, wo man eine Bewegung, die im Umwelt- und im Postwachstumsbereich ist, gegebenenfalls auch teilweise zusammenführen kann mit den Ideen der Gewerkschaftsbewegung. Ganz schwierig, ganz unterschiedliche Kulturen und so weiter. Wir wissen, das ist nicht einfach. Aber das wäre auch nochmal dieser Gedanke, der vorhin kam. Also insofern der ökologische Bereich, der ja auch immer mehr drückt. Schönen Sommer alle gehabt, aber wir wissen alle, wir haben auch eine Klimawende. Wehe ist auch ein Motor, der diese Idee unterstützt, der Arbeitszeitverkürzung, beziehungsweise auch die Menschen in dem Bereich, für die ist es auch nicht ganz so klar, dass Arbeitszeit eine der entscheidenden Stellschrauben ist. Wobei übrigens Nico Pech mit der Postwachstumsgesellschaft, einer der prominentesten Vertreter, auch von der 20-Stunden-Woche spricht. Also auch hier haben wir diese Utopien, die weitergehen und die zum Teil als Spinnert erklärt werden. Aber genau das müssen wir uns eigentlich auch trauen zu denken. Wie oft bekommen Sie denn in Ihrer Arbeit, wenn Sie so argumentieren, gehört, ja, wenn wir das machen würden, dann könnten wir doch weder Steuereinnahmen, dann würde das alles zusammenbrechen. Ich meine, ich gebe zu, eine etwas holzschnittartigen Versuch, hier mal in die Rolle der Gegner zu gehen. Aber was sagen Sie denen dann? Es geht doch, sagen Sie denen. Habe ich nicht ganz verstanden. Weniger Steuereinnahmen, wenn es weniger Arbeitszeit gibt? War ja gerade ein Plädoyer, eine Arbeitszeitverkürzung, es bedeutet ja auch eine Arbeitsumverteilung, ist aus ökologischen, auch aus Gründen der Genderpolitik wichtig. Und dann werden Ihnen noch die Leute sagen, ja, aber wie soll man das denn machen, wenn die Leute nur noch 20 Stunden zur Arbeit kommen? Dann reicht es doch gar nicht. Das ist so ein Argument, was ich in meinem Bekanntenkreis immer wieder höre, denn da haben nicht alle politische Ökonomie studiert oder so. Was sagt man denen? Also was ist sozusagen die Möglichkeit, da auch dagegen zu halten? Ich meine, gerade in diesem Bereich Wachstum ist es ja schwierig, weil auch innerhalb der Gewerkschaften ja doch zum Teil darauf gesetzt wird, Wachstum ist wichtig, weil die Wachstumszuwächse kann man dann als sozialer Integrationsschub umverteilen. Also zum einen gibt es ja ganz klare Berechnungen, wenn wir die Arbeit, die wir jetzt haben, verteilen würden, gerecht verteilen würden, das ist jetzt natürlich Modellrechnung zwischen Männern und Frauen, die zurzeit zur Verfügung stehende Arbeit, dann kommen wir auf eine Arbeitszeit von unter 30 Stunden pro Woche. Das ist Iststand. Also, und das ist nur Umverteilung und sonst nichts. Und alles, was da drunter ist, das wäre tatsächlich eine Abkehr von der Arbeitsgesellschaft hin eher zu einer Tätigkeitsgesellschaft. Das ist richtig, aber das würde dann eben auch diese Aspekte, die bisher alle outgesourced sind, zum Beispiel, dass ich meinen Garten vom Gärtner gegebenenfalls machen lasse oder mit die Küche einbauen lasse, dass ich das alles selbst mache, das ist dann einfach eine Veränderung
im Arbeitsverhalten. Und wenn wir bei Steuern sind, wie lange diskutieren wir schon die Ökosteuer rauf und runter? Sie ist bisher nicht gekommen. Und es gibt natürlich Formen der Ökosteuer, die genau das dann auch auffangen könnten, ein Stück weit. Vielen Dank zunächst. Professor Nachreiner, gleich zu Ihnen. Wir haben uns im Vorgespräch, haben Sie mir kurz erzählt, Sie waren im Bundestag und haben dort als Sachverständiger mitdiskutiert. Vielleicht erzählen Sie kurz darüber, denn es ist, finde ich, ein eindrückliches Zeichen auch dafür, dass es nicht nur in Österreich einen Weg in diese Richtung gibt oder den Versuch, die Tür in Arbeitszeitverlängerung, während wir über Arbeitszeitverkürzung reden, aufzuschlagen, sondern hierzulande ja auch. Ja, was anlag, war der Entwurf der FDP-Fraktion. Wenn man das brutal sagen will, von den Kontrollen des Arbeitsschutzgesetzes loszukommen. Der offizielle Grund war, man braucht mehr Flexibilisierung, weil ja die Produktion mehr Flexibilisierung verlangt. Damit muss die Arbeitszeit nachkommen, damit man da nachlegen kann. Man sollte nicht steuern durch die Produktion, sondern gesteuert werden durch die Produktion. Und die Intention war natürlich dabei, zunächst mal den 8-Stunden-Tag auszuhebeln und ihn offen zu halten, zunächst mal auf 12 Stunden, aber man kann ja nach der Europäischen Union auf 12, 15 gehen. Dann war die Ausweitung der Arbeitszeit, der wöchentlichen Arbeitszeit, also die zweite Komponente, auf 60 Stunden in der Diskussion mit der Möglichkeit, das ist ja Durchschnitt. Und auch was eben berichtet wurde, die Arbeitszeit nimmt ab im Durchschnitt. Wir müssen gucken, für manche Gruppen überhaupt nicht. Da nimmt sie eher zu, ständig. Für andere nimmt sie dummerweise ab. Das sind meistens die, denen es am meisten wehtut. Das heißt, wir müssen aufpassen, wo die Entwicklungen dahin gehen. Und dann war neben diesen beiden Grundpfeilern des Arbeitsschutzes in der Bundesrepublik die Frage der Ruhezeit aufgekommen. Und da will man von den 11 Stunden weg. Interessanterweise auch das BMAS, das gesagt hat, das ist ja Quatsch. Wenn ich mal abends dann nochmal an die Mail reingucke oder als Abteilungsleiter da reingehe, dann muss ich doch nicht schon wieder 11 Stunden Ruhezeit haben. Hintergrund ist auch ein Papier der BDA aus 2015, das im Prinzip auch den Arbeitsschutz, mit dem wir mäßig, muss man sagen, die arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse zur Wirkung von Arbeit umgesetzt haben, die wir eigentlich weiter umsetzen müssten. Diese Kontrollmechanismen sollen ausgehebelt werden. Und zwar auf dem, wenn man sich das gesetzestechnisch an sehr eleganten Weg über die tarifvertragliche Einigung, das geht besonders gut in den Betrieben, die keinen Tarifvertrag haben. Dann kann man besonders gut arbeiten mit solchen Möglichkeiten. Als Vorstufe für im Prinzip die Abschaffung, die effektive Abschaffung der Arbeitszeit, auch nur des Arbeitszeitgesetzes. Das war der Hintergrund, ist beraten worden dann im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Es wurden eine Menge von Leuten aufgeboten. Die meisten haben gesagt, dass das eigentlich nicht geht, sondern dass die vorliegenden Erkenntnisse so aussehen, dass es viele Widersprüche dazu gibt, aus den arbeitswissenschaftlichen Ergebnissen diese Forderungen durchzusetzen. Das war noch die Mehrheit. Auch in den Parteien, die im Ausschuss saßen, war es noch die Mehrheit. Das heißt aber nicht, dass es nach dem nächsten Mal nicht umkippen könnte. Und wir dann den Einbruch an der Stelle haben, die Regulierungen aufzugeben, weil der Widerstand dagegen ausgesprochen schwach ist. Es gab nur wenige, die dafür gesprochen haben, sich mit diesen Regelungen ernsthafter zu beschäftigen und sie umzusetzen. Das waren die bekannten Läden aus dem Arbeitgeberlager. Noch eine Nachfrage. Sie haben von den arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen gesprochen. Ich glaube, es ist selbst in dem Raum hier nochmal wichtig, vielleicht mal so 3-4 Schlaglichter zu machen. Was bedeutet eigentlich, wenn Leute zu lange arbeiten? Wie schädigt es Gesundheit, Wohlbefinden? Ich glaube, viele Leute haben es vergessen. Es ist auch uns vielleicht ein bisschen normal geworden, weil es auch so eine Idee davon gibt, so Mensch, reiß dich mal zusammen, das schaffen wir noch. Und es gibt auch ein Bällebad da draußen, da kannst du noch 12 Stunden arbeiten. Ja, und im Notfall natürlich ein bisschen mehr. Was wir
als Arbeitswissenschaftler diskutieren in der letzten Zeit, sind eigentlich mehrere Merkmale von Arbeitszeit. Das ist ja nicht nur die Dauer der Arbeitszeit. Oder Sie müssen spezifizieren die Dauer der ununterbrochenen Arbeitszeit. Oder dann müssen wir weiter spezifizieren die Dauer der Tagesarbeitszeit, der Wochenarbeitszeit, der Lebensarbeitszeit. Die Dauer ist immer der entscheidende Punkt mit, weil wir mit der Dauer die Einwirkung der Belastung auf den Menschen festlegen. Mit dem wir die Einwirkung festlegen der Belastung, legen wir auch die Auswirkungen fest. Das hat bei uns zwei Perspektiven. Einmal die Frage der Ermüdung, um nur ein Beispiel drauf zu nehmen, aber auch Monotonie, Sättigung und andere Dinge. Also die Frage der Beanspruchungsfolgen, die rauskommen, wenn Leute über ihre Leistungsgrenzen hinaus oder über ihre Dauerleistungsgrenzen hinaus gefordert werden. Und damit negative Folgen, also Beeinträchtigungen des Wohlbefindens und der Gesundheit haben. Oder um härtesten Kriterium zu kommen, wir haben Unfallgefahren, Unfallrisiken, die sich erhöhen durch die Dauer der Arbeitszeit. Das ist nun lange nachgewiesen worden. Damals hat die Regierung, eine sozialdemokratische Regierung, gesagt, man kann eigentlich über die 8 Stunden rausgehen, ist überhaupt kein Problem. Da gibt es auch keine Studien. Das ist dreckig gelogen gewesen. Wir hatten Studien von 1908 etwa, die zeigen, dass mit der Dauer der Arbeitszeit das Unfallrisiko steigt. Und zwar nicht linear, sondern exponentiell. Darauf haben wir dann noch mal ein paar Untersuchungen gemacht und konnten das belegen, sodass wir genau sagen können, wie das aussieht im Verlauf der Arbeitszeit und ab wann es gefährlich wird. Dazu muss man nun den zweiten Aspekt reinholen. Es ist ja nicht die Dauer alleine. Es ist die Frage der Art der Arbeit, die ich tun muss, und die Art der Belastung. Wir tun immer im Moment in der Diskussion so, als wenn die Dauer oder die Zeitstruktur die einzige Komponente ist. Warum soll ich nicht 12 Stunden arbeiten, wenn mir die Arbeit Spaß macht und ich daran wachse? Das wollen wir jetzt mal nicht machen. Wir reden über zarte Arbeit. Und dann ist die Frage, müssen wir nicht erstmal eine vernünftige Arbeitsgestaltung machen, vom Inhalt, von der Qualität der Belastung her, die nicht gefährdend ist. Und dann reden wir über die zweite Komponente, die wir nehmen mussten bisher im Arbeitsschutz. Wir müssen die Expositionsdauer, also die Dauer der Belastung und die Art der Verteilung über die Zeiträume nehmen, um die Betroffenen zu schützen vor der Überbeanspruchung. Von diesem Grundsatz werden wir nicht ablassen können. Das geht überhaupt nicht. Wir sollten im zweiten Gesichtspunkt die anderen Dimensionen, nämlich die Lage der Arbeit. 8 Stunden am Tag ist was anderes als 8 Stunden in der Nacht. 8 Stunden am Sonntag ist was anderes als 8 Stunden in der Woche. Und wir wissen heute, bei der Forderung, die jetzt wieder kommt, Sonntagsarbeit freigeben, dass Leute, die Sonntagsarbeit machen, ein höheres Unfallrisiko haben. Nicht am Sonntag, sondern insgesamt. Und das hängt damit zusammen, dass ihre Repositionsmöglichkeiten geschwächt sind und verändert sind. Dass sie im zweiten Aspekt, den ich noch kommentieren muss, nämlich die soziale Teilhabe reduziert werden. Und das ist für uns der zweite Aspekt neben der Belastungswirkung. Die Frage, können Leute durch Arbeitszeit ausgeschlossen werden von sozialer Teilhabe? Das können sie, denn wenn sie arbeiten, können sie nichts anderes machen. Können sie sich nicht mit den Kindern beschäftigen, können sie nicht Erziehung wirksam werden. Wir müssen also aufpassen, dass dieser zweite Aspekt, nicht auf die Kinder bezogen, sondern auf die Ausbildung der Persönlichkeit etwa auch, dazu führen muss, dass die sozialen Bindungen unbeeinträchtigt werden. Das sind sie nicht, wenn die Arbeit zu ungünstigen Zeiten kommt. Und das, was Bruno Ramelow gesagt hat, dass da versucht wird, die Struktur unseres Verhaltens zu verändern, die Struktur unserer Gesellschaft zu verändern. Wir haben neben dem biologischen Rhythmus auch einen sozialen Rhythmus. Und gegen den verstößt man auch nicht ungestraft, wie man an Schichtarbeitern sehen kann, die gegen diesen Rhythmus arbeiten. Und wir sehen es auch heute an den Forderungen, immer mehr flexibler zu werden, also die Arbeit nicht mehr genau festgelegt zu haben, um sich daran ausrichten zu können, wie Ruhe und Erholung laufen und das planen zu können und durchsetzen zu können, sondern dass hier Forderungen kommen, ad hoc zu sagen, komm mal, schauen Sie sich an, was in der Praxis läuft, die werden auf 4 Stunden später bestellt zur Arbeit. Das ist nicht legal, aber das ist was anderes. Also müssen wir den gesamten Komplex sehen, was sich hier tut in der Gesellschaft an Lockerungsübungen im Bereich des Arbeitsschutzes,
unter Missachtung der vorliegenden Erkenntnisse, die zeigen, dass das zu Beeinträchtigungen führt. Und da muss man dagegen angehen. Ich würde gerne bei Ihnen bleiben, Herr Professor Nachhainer, und mal eine Frage stellen oder was ganz Persönliches mal zum Gegenstand machen, weil es geht nicht um mich, sondern ich glaube, es geht um Phänomen. Ich arbeite in einer kleinen Mediengenossenschaft und wir versuchen uns Gehälter auszuzahlen, mit denen man in Berlin noch eine Mietwohnung sich leisten kann. Und wir können jetzt nicht viele Leute einstellen, wir haben dazu nicht hinreichende Umsätze. Kurzum, es ist so ein klassischer linker Selbstausbeutungsbetrieb. So, und da passiert ja etwas sozusagen unter der Hand, da wird sozusagen langes Arbeiten in so eine Tugend umtransformiert, auch in meinem Kopf. Das sage ich ganz selbstkritisch. Ich habe mir diese Woche, weil ich ein bisschen was über Arbeitszeit lesen wollte, aber auch weil ich am vergangenen Wochenende gar keinen freien Tag habe, hatte mir so einen Tag freigenommen. Ja. Muss da niemand fragen, muss auch keine Gewerkschaft zustimmen, ich kann einfach zu Hause bleiben. Und ich habe dort gesessen und irgendwie so ein bisschen ein schlechtes Gewissen gehabt oder also etwas, was ich als schlechtes Gewissen bezeichnen würde. Müsste es nicht eigentlich doch noch ein paar Sachen redigieren oder dort noch einen Plan machen und so weiter und so fort. Am Ende, und das sage ich jetzt ausdrücklich, weil mir auch in dieser Widersprüchlichkeit das auch als irgendwie fast also sozusagen auf dieses Problem hindeutend erscheint, am Ende habe ich die Wäsche gemacht und die Bude mal durchgewischt, war auch mal wieder nötig. Also ich habe sozusagen als Kompensation dann plötzlich Care-Arbeit gemacht. Ja, also so, und irgendwie sitzt man nach so einem Tag, war dann doch eher ruhiger als sonst, aber man sitzt irgendwie blöd da. Was mache ich denn falsch? Sie brauchen mehr Leute, die die Arbeit machen. Das ist doch einfach. Sie haben viel Arbeit und Sie verteilen es auf die Leute, die Sie nicht haben. Also übernehmen Sie den Teil. Und das ist ja bei uns auch so, Selbstausbeutungsbetriebe im Bereich der Wissenschaft. Also da reden wir jetzt gar nicht drüber oder sowas. Man macht das ja nicht für sich selber. Manche auch, wegen der Karriere, um da dran zu hängen. Aber wenn Sie da auf Stunden gehen würden, dann sind Sie weg vom Fenster. Das heißt, das ist in manchen Jobs so mit drin. Nur will ich da dazu sagen, das sind auch zum Teil Jobs, bei denen die Arbeit Spaß macht. Sodass sie das, was sie tun, mit Freude machen und ihnen das auch Gewinn bringt, Entwicklungsgewinn, persönlichen Gewinn, dann macht man das schon mal. Aber wenn man das durchmacht, merkt man, dass man die Gesetze nicht aushebeln kann. Sie werden auch dann müde, wenn sie es gerne tun. Sie verlieren auch dann Aufmerksamkeit, wenn es Ihnen Spaß macht und Sie da hingucken wollen. Die Aufmerksamkeitsspanne ist begrenzt und sie ist zeitabhängig. Und da können Sie nicht gegen an, auch mit Motivation können Sie das ein bisschen steigern, aber Sie kommen über bestimmte Grenzen nicht weg. Also muss man sich da wirklich bändigen und sagen, ich muss das lassen, ich muss es abgeben können, wenn es an andere, man muss anders delegieren können, man muss die Arbeit anders planen. Das sind klassische Planungsfehler. Gute Planung ist wichtig. Frau Zimpelmann, ich erlaube mir jetzt auch die Frage, haben Sie sich eigentlich immer an die Arbeitszeiten gehalten, die jeweiligen Arbeitsverträge für Sie vorgesehen haben? Oder gibt es da nicht auch so dieses sich durch Arbeit, also auch durch mehr Arbeit, als es nötig ist? Ja, es ist ja auch, hat ja auch ein bisschen was mit sozialer Position, mit Distinktion vielleicht zu tun. Na, ich arbeite ja auch im Wissenschaftsbereich, der ist ja bekannt für die Selbstausbeutung, insofern sind wir da ja nicht so weit auseinander. Natürlich, gerade in diesen Bereichen, wo die Übergänge von Freizeit zu Arbeit und wo die Arbeit selbstbestimmt ist oder Freizeit, Arbeit, selbstbestimmte Arbeit, Überzeugungsarbeit, eine Veranstaltung wie jetzt hier beispielsweise, gehört es jetzt zur Arbeit, gehört es zur Freizeit, also die Übergänge sind fließend, da ist es schwierig. Ein Kollege von mir, ein Soziologe, der Stefan Lessenich, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Das Recht auf Faulheit. Ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie wir uns selber verstehen und wie wir aufgewachsen sind. Und wenn ich da sage, ich habe auch ein Recht darauf, mal einfach zu sitzen, 2 oder 3 Stunden auf dem Sofa und sonst was zu lesen, muss vielleicht auch gar kein wissenschaftliches oder journalistisches Buch sein. Das gehört zum Leben dazu. Ich habe einfach das Recht darauf. Dann sieht es schon wieder ein bisschen anders aus und sieht auch schon mal ein bisschen anders aus,
wenn ich eben sage, es gibt eben Zeitwohlstand. Zeitwohlstand und gutes Leben, das ist ein Reichtum. Das ist ein Reichtum, mehr als ein Geldreichtum. Und das bringt ein anderes Verständnis auch dieser Debatte. Das heißt nicht, dass ich nicht auch ich dagegen gefeit wäre, mal zu viel zu arbeiten. Aber ich glaube, ich habe aus persönlichen Gründen sehr viel gegengesteuert in den letzten Jahren. Aber das ist ein privates Thema. Anne Rieger, die Frage in etwas veränderter Form. Ich will bei diesem ideologischen, bei diesem subjektiven Faktor einfach bleiben. Es waren 100.000 in Wien auf der Straße, aber auch nur einmal, haben Sie berichtet. Ist es so, dass den Leuten die Bedeutung dieses Zeitwohlstandes zu gering erscheint, weil die Verhältnisse so sind, dass man den materiellen Wohlstand so sehr nach oben hängen muss? Viele haben gar nicht die andere Chance. Sandro Witt hat es ja ganz drastisch illustriert. Und was ist so dieses ideologische Momentum dabei? Um mal ein Beispiel zu nehmen, ich bin vorne einem Buchladen vorbeigegangen, da lagen draußen sehr, sehr viele Ratgeber. Da war aber keiner, der mir dazu geraten hätte, meine Arbeitszeit zu verkürzen oder mich dafür politisch zu engagieren, sondern da gab es ganz viele Ratgeber, in denen drin stand, wie ich in einer kurzen Zeit noch viel mehr schaffen könnte, indem ich mir bunte Zettel an die Wand klebe zum Beispiel. Oder weiß nicht, ob das was bringt, aber also zumindest ist es ein Buch. Warum ist der Widerstand am Ende, in Österreich leben ja auch ein paar mehr Leute als 100.000, dann doch vielleicht ein bisschen zu klein? Ist es schon so normal, dass wir uns überarbeiten? Was wäre denn in Deutschland, wenn hier die Regierung innerhalb von 3 Wochen den 12-Stunden-Tag, also so wie ich es gerade geschildert habe, einführen würde? Würden wir da die Massen dauerhaft auf die Straße bringen, würde ich mal die Gegenfrage stellen. Da fragen wir gleich Sandro Witt. Ich möchte mal ein bisschen weg vom Wissenschaftsbereich und von den Menschen, die Möglichkeit haben, Wohlfühlzeit zu arbeiten, ohne jetzt gegen sie zu reden. Ich habe die ganze Zeit, als Sie jetzt gefragt haben, im Auge und im Ohr gehabt, Menschen, die bei Magna arbeiten. Magna ist ein Autozulieferer, der für BMW und andere Autos herstellt als Werkbank, als lange Werkbank. Die arbeiten in der Zwischenzeit dort in Schichten von 9 Stunden. Und wir haben da 2 Betriebsräte drin, die mir ab und zu erzählen, wie es den Leuten da geht. Und das ist eben so, da wird die Zeit angeordnet, dass eben jetzt 9 Stunden gearbeitet werden muss. Weil wenn man das nicht macht, dann könnte es sein, dass beispielsweise BMW diesen Auftrag an ein anderes Werk gibt. Und dann gibt es da keine Diskussionen dazu. Das ist erstmal der Fakt. Ja. Und in der Gewerkschaft selber gibt es zu wenig Diskussionen, aber es gibt sie natürlich schon. Und es gab auch weiteren Widerstand, aber es gab eben nicht mehr die 100.000. Also das war eben das Einmalige. Es gab jetzt in allen Bundesländern immer noch Ansätze von Widerstand, die gibt es schon. Aber es ist diese Frage der Aufklärung der Menschen, was das eigentlich bedeutet, die ist eben unzureichend. Also das, was Professor Nachreiner gerade alles erzählt hat, wir haben das auch immer veröffentlicht, die Wissenschaftler in Österreich veröffentlichen das auch, aber es kommt eben bei den Menschen nicht an, und da möchte ich jetzt nochmal was dazu sagen. Es wird nämlich den Menschen etwas ganz anderes erzählt, was wichtig ist, über die Medien, die in der Hand der Herrschenden sind, sage ich jetzt mal so. Ja. Da wird nämlich nicht nur erzählt, dass es angeblich die Ausländer, die Immigranten, die kommen, dass die schuld sind, sondern es werden auch andere Schweinereien gemacht. Also bei uns gibt es eine Diskussion darüber, dass der Verkehrsminister statt 130 nun 140 Stundenkilometer auf einigen Autobahnstrecken haben will. Es gibt eine Diskussion darüber, dass in den Betreuungseinrichtungen, also wo 3-, 4-, 5-jährige Kinder sind, die Mädchen kein Kopftuch tragen sollen. Es gibt eine Diskussion darüber, das ist jetzt nicht ganz so unwichtig, aber trotzdem die Frage Rauchverbot oder Nicht-Rauchverbot. Also es gibt viele Diskussionen, die über die Medien transportiert werden, die von den direkten sozialen Schweinereien dieser Regierung ablenken. Und was mir ganz doll am Herzen liegt hier bei dieser Diskussion, ist darauf aufmerksam zu machen, vielleicht wisst ihr es ja auch alle schon, dass die FPÖ
diese, wie sie unter anderem heißt, rechtspopulistische Partei mit faschistischen Einsprenkeln, so wird das genannt, dass es eine antisoziale Partei ist, dass es eine Partei ist, die die Aufgaben des Kapitals macht und dass es natürlich eine antirassistische Partei ist, das weiß aber jeder. Aber dass er eine antisoziale... Was habe ich gesagt? Dass sie eine, Entschuldigung, dass sie eine, manchmal rege ich mich so auf, dass ich es falsch sage, dass sie eine rassistische Partei ist, das weiß jeder, das wissen viele, aber dass sie antisozial ist, dass sie kapitalistisch ist, dass sie das macht, was die industriellen Vereinigung will oder große Teile der industriellen Vereinigung, das ist nicht so bekannt und ich glaube, das ist vielleicht auch hier in Deutschland nicht so bekannt und deswegen ist mir das auch ein ganz großes Anliegen, das zu sagen. Der 12-Stunden-Tag, der 12-Stunden-Tag und die 60-Stunden-Woche ist das eine der ersten Aktionen, die sie gemacht haben. Sie haben auch noch andere kleinere Schweinereien gemacht, aber es geht alles noch viel weiter und deswegen will ich einfach darauf hinweisen. Wir wussten das schon, weil die FPÖ in einigen Bundesländern und in einigen Städten auch in der Regierung mit drin war, dass man bei der AfD auch sehr genau schauen muss, was sie macht und was in ihren Regierung, in ihren Programmen drin steht. Und dass man, glaube ich, auch ein ganzes Stück in dieser sozialen Frage da dagegen halten muss und das auch deutlich machen muss und entlarven muss, was da passiert. In Österreich ist die FPÖ gewählt worden von vielen Menschen. Nicht so, wie immer behauptet wird, es waren hauptsächlich die Arbeiter. So ist es natürlich nicht gewesen. Aber es waren auch Arbeiter. Und das sage ich hier wahrscheinlich, weil alle jetzt gleich zunicken werden. Weil viele, viele Arbeiter enttäuscht waren von der Politik, die unter der SPÖ-Regierung oder unter der Großen Koalition gemacht worden ist. Und dann hat das alles nicht mehr so interessiert, ja, diese Frage. 12-Stunden-Tag. Mir haben viele schon im Vorfeld, als wir es diskutiert haben, gesagt, naja, ich arbeite sowieso schon mal 12 Stunden. Das kommt immer schon mal vor. Dann ist es halt legal und nicht mehr illegal. Also diese, oder in großen Betrieben gibt es eben auch 12-Stunden-Schichten. Oder die Lokführer zum Beispiel, die arbeiten auch in 12-Stunden-Schichten. Das gibt es alles schon. Und dann darüber aufzuklären, was jetzt der Unterschied ist zwischen dem, dass es schon mal eine Ausnahme ist und dem, dass es sozusagen regelmäßig für alle sein wird und wenn sie die 12-Stunden-Schichten haben, dann werden sie wohl kommen und sagen, wir brauchen 13 Stunden, weil die Flexibilität in den Betrieben wird immer größer. Also ich glaube, es ist auch eine Frage der Aufklärung und die Aufklärung ist eben für Leute, die 9 Stunden am Tag arbeiten, 10 Stunden am Tag arbeiten, die ist halt sehr, 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 sehr schwierig. Und da glaube ich schon, dass es Unzulänglichkeiten gibt, wenn ich das mal vorsichtig sagen darf. Ich möchte nur noch mal zurücknehmen, weil ich vorhin korrigiert worden bin. Also der ÖGB hat durchaus eine Solidaritätserklärung, der DGB hat durchaus eine Solidaritätserklärung gemacht. Nur, das will ich auch sagen, Rainer Hoffmann war da, aber er war auf dem ÖGB-Kongress. Meines Wissens nach war er nicht auf der Demo. Gut, das klären wir vielleicht noch auf. Aber das weiß ich. Sandro Witt, ich will bei diesem Thema Aufklärung noch mal bleiben. Und wir haben jetzt gerade über die Frage gesprochen, was in den Medien uns den ganzen Tag um die Ohren gehauen wird und was vielleicht die eigentlichen Probleme einer Gesellschaft sozusagen im großen Transformationsprozess ist. Da ist ja vieles im Argen. Als der letzte IG Metall-Tarifabschluss kommentiert worden ist, war ich ehrlich gesagt überrascht, dass gerade diese Arbeitszeitfrage, diese 28-Stunden-Rückkehrrecht und so weiter und so fort, dass das relativ, selbst in Zeitungen, von denen ich das nicht erwartet hatte, relativ, ja, zumindest positiv wiedergespiegelt worden ist und durchaus auch mit dem Hintergedanken, da passiert was. Da ist jetzt, also da knüpfen die Gewerkschaften jetzt an irgendwas gesellschaftspolitisch Wichtiges an. Haben wir ein Aufklärungsproblem in den Gewerkschaften? Ich stell dazu gleich noch eine zweite Frage, die halte ich aber noch geheim. Aufklärungsproblem? Also weil Anne Rieger gerade davon sprach, dass sozusagen die Leute einfach zu wenig wissen über diese Frage Arbeitszeit. Man hat jetzt so ein bisschen privatisiert. Wir haben diese Frage vielleicht privatisiert. Der eine kann es besser mit sich ausmachen, weil er noch eine Freundin hat, die aufs Kind aufpassen kann, der andere nicht.
Also ich weiß nicht, ein Aufklärungsproblem haben wir ja im Grundsatz da, wo wir nicht drüber reden. Aber das würde ich im Kern auch jetzt wieder bei der IG Metall nicht gelten lassen, weil tatsächlich die IG Metall ja wirklich diese, ich bewundere das ja fast schon, mit welcher Vehemenz eine IG Metall diese Umfragen auch macht und ihre Mitgliedschaft wirklich stringent abfragt sozusagen und danach in den Kommissionen diskutiert und dann auch wirklich mit so einem, deswegen sind übrigens die Tarifrunden manchmal erfolgreicher im Vergleich zu anderen Organisationsformen, die das nicht machen, ne? Also die dann sozusagen nicht, ich würde jetzt in anderen Bereichen, traue ich mich gar nicht zu sagen, ob da nicht vielleicht zu wenig Aufklärung stattfindet, weiß ich nicht, also kann ich tatsächlich, ich bin nicht in einer Mitgliedsgewerkschaft, ich bin beim DGB, wir sind dafür zuständig, dass die Rahmenbedingungen politisch gesetzt werden, damit unsere Gewerkschaften arbeiten können an der Stelle und was umsetzen können. Aber trotzdem, lass mich mal den einen Satz noch sagen, weil wir ja doch in Thüringen sind und vorhin einige so schräg geguckt haben, warum sagten die immer Thüringen? Ja, Sondersituation. Ne? Also wir haben derzeit gesellschaftspolitisch eine Diskussion, dass am 1. Mai 2019 die AfD, die übrigens, ich hätte jetzt immer Deutschland davor setzen können bei dem, was gesagt wurde, ne? Die SPD, die SPÖ und so weiter und so fort, das sind ja fast Blaupausen in der politischen Debatte. So, jetzt haben wir eine Demonstration, die hier angemeldet wird. Ich bin da schon ein bisschen in Sorge, ja. Da wird das Thema aufgegriffen, blau ist der Mai, nicht rot, ja, blau ist der Mai, also auch wieder vergleichbar. Gab es nämlich in Wien auch mal Versuche, so kleine zumindest, von einigen. Und dann wird das Thema sozusagen gemacht, nicht etwa Arbeitszeit oder andere Dinge, sondern da wird einfach das Thema Rente genommen. So. Und jetzt sage ich nochmal, warum ich vorhin so vehement gesagt habe, dass sozusagen dieses Arbeitszeitding hier sozusagen, da kann ich auch Hessen nehmen und andere Stellen, nicht ganz so eine große Rolle spielt bei unseren Kolleginnen und Kollegen. Zumindest bei den organisierten Kolleginnen und Kollegen nicht und bei denen, die es eigentlich sein müssten. Weil im Kern, wenn ich sehe, dass ich für 8,84 Euro, der wird jetzt erhöht auf 9 Euro, haut mich blau, viel zu wenig, sozusagen, arbeite und weiß, dass ich, wenn ich der Eckrentner wäre, 45 Jahre zum Mindestlohn. Nee, ich sag's nochmal, weil das sind die brennenden Probleme hier bei uns sozusagen, die wirklich da sind. Mit 691 Euro Rente am Ende dastehe sozusagen. Und wenn das politisch nicht gelöst wird, das spielt nämlich keine Rolle in der öffentlichen Auseinandersetzung und auch in den ganzen Debatten, die dann immer stattfinden, dann dürfte der 1. Mai von Bernd Höcke, ich nenne ihn weiterhin Bernd, ich weiß nicht, wer dieser Björn ist, aber von diesem Höcke sozusagen, das wird verfangen. Gauland kommt als Hauptredner sozusagen und wird genau diese Thematik aufmachen. Wir können gerne leidenschaftliche Debatten über Arbeitszeitverkürzungen führen, die führe ich in meiner Organisation. Aber die eigentlichen brennenden Probleme tatsächlich sind jetzt erstmal nicht die, sondern wir müssen nach und nach das wieder zurückerkämpfen, diese ganzen Fragen. Also dieses, ab wann geht es um Arbeitszeit? Ab dem Moment, wo die Metall einen Tarifvertrag Metall-Elektroindustrie hat, in der die Leute sagen, ich habe es vorhin versucht so zu beschreiben auch und meinen das auch so, sagen, ich gucke auf meinen Gehaltszettel, das passt bis zur Rente sozusagen, dann fange ich tatsächlich langsam an, individuell auch nachzudenken. Der letzte Satz zu diesem, ich habe das zu Michel gerade gesagt, wir, die wir immer um diese Arbeitszeitgeschichten kämpfen und sozusagen auch den Kolleginnen und Kollegen erklären wollen, ihr müsst dort mal darüber nachdenken, vielleicht mal ein bisschen zurück. Wir sind die, die dann unsere Arbeitszeit schön selbst aufteilen können. Wir sind die Privilegierten, ich sage das immer so. Weil auch ich kann, wenn ich über den DGB nachdenke und darüber nachdenke, wie wir in der nächsten Vorstandssitzung, ich gucke gerade mal zu der Kollegin von Verdi, zu Astrid sozusagen, wie wir in der nächsten Vorstandssitzung was entwickeln können. Ich darf mich tatsächlich auf einen Baum hochsetzen, weil ich da gerne sitze, Rehe beobachten und dabei einen Zettel hier liegen haben und mir aufschreiben quasi, wie ich mir das vorstelle, welche Strategien ich entwickeln will und so weiter. Aber wer kann das denn schon sozusagen? Das sind wir. Das sind die, die sozusagen entweder gut abgesichert oder eben in so Ämtern auf Zeit unterwegs sind. Ja? Also da bin ich schon dabei, sollten wir vielleicht mal in uns gehen und vielleicht mal sozusagen nochmal die Stufe nach unten gehen, das ist keine Schelte jetzt, sondern die Stufe nach unten gehen und mal zu denjenigen, die das gar nicht können und mal die Brille von denen aufsetzen und mal gucken, ob das vielleicht sozusagen in ihrem Interesse wäre, dass wir da solche Diskussionen führen oder vielleicht andere Dinge eine Rolle spielen, gerade für den Moment zumindest für die Kollegen. So hat es die zweite Frage noch. Gell? Die zweite Frage leite ich mit einem Zitat aus einer großen Tageszeitung ein, die ich diese Woche gelesen habe, ist wirklich eine ganz große, ist die FAZ, die man ja studiert, um zu wissen, wann die nächste Attacke gegen das Arbeitszeitgesetz kommt. Ich lese es einfach vor und stelle nach die Frage, laut dem Start-up-Monitor 2018,
arbeiten die Mitarbeiter in Start-ups im Schnitt 56,3 Stunden die Woche. Zwei Drittel geben in der Studie an, mit ihrer Work-Life-Balance zufrieden zu sein. Ich stelle jetzt mal eine These auf. Ein großer Teil der Kollegen, die da befragt worden sind, sind nicht gewerkschaftlich organisiert. Worauf ich hinaus will, es gibt ein, Bodo Ramelow, auch Ingrid Kutsch-Schärfer haben es kurz angesprochen, es ändert sich ja sozusagen auch die Produktionsweise, da passiert ja gerade was so. Und da gehen auch sozusagen alte, klassische Voraussetzungen institutioneller Solidarität verloren. Belegschaften, die zusammen was machen können. Oder überhaupt eine Produktionsordnung, die man mit einer Arbeitszeit von Anfang bis Ende überhaupt organisieren kann. Man könnte das sicherlich woanders, ich will jetzt hier bei so vielen Experten neben mir da nichts Falsches sagen, aber mir scheint, dass da auch ein relativ großer Teil an neuen Beschäftigten heranwächst, für die sozusagen Arbeit offensichtlich eine ganz andere Begriff hat, die also viel etablierter damit umgehen, dass diese Entgrenzung zwischen dem Leben und der Lohnarbeit, den Begriff kennen die wahrscheinlich gar nicht, ein Problem ist. Wie geht man gewerkschaftlich damit um? Denn das sind die Leute, die ihr nicht befragen könnt in den IG Metall. Werden die auch mit befragt? Ist das nicht eine Mitgliederbefragung? Nicht Mitglieder. Werden auch mit. 60% der Okay. Gibt es, ich habe die Frage verstanden sozusagen und kenne auch die Diskussion. Ich meine, ich gehöre zu dieser Generation, ja, die quasi auch dem DGB gesagt haben, oder mein neuer Vorsitzender des DGB Hessen-Thüringen, quasi, wir teilen uns ja so geschäftsverteilungsmäßig. Sie hat drei Kinder. Der hat gesagt, wenn ihr mich wählen wollt, müsst ihr akzeptieren, dass ich an bestimmten Stellen auch sozusagen anders damit umgehe, als der frühere Gewerkschaftsvorsitzende, der quasi irgendwie 80 Stunden, 90 Stunden, 100 Stunden die Woche auf jedem Podium und so weiter und so fort. Also da gibt es tatsächlich eine Veränderung. Die Gewerkschaften versuchen, ich kann jetzt auch wieder, jetzt nehme ich mal nicht die IG Metall, jetzt nehme ich einfach mal eine andere, ich nehme mal Verdi, ja genau, weil Verdi natürlich sozusagen auch versucht, in diese Bereiche zu gehen, aber auch erstmal quasi über nicht mal Umfragen, sondern tatsächlich über Erschließungsprojekte jetzt mal zu schauen, wie man im Grunde genommen denjenigen erklärt, dass auch sie schutzbedürftig sind. Die empfinden sich, so wie das tatsächlich, die empfinden sich nicht als Arbeiterinnen, Arbeitnehmerinnen, die empfinden sich als etwas anderes. So, der zweite Punkt ist, wir versuchen über Gewerkschaftsjugendstrukturen, ich bin viel zu lange raus, weiß es aber, weil ich immer mal die Jugend frage. Es gibt doch, also im Studium quasi, kommt keine Gewerkschaft so richtig ran. Das ist so, ne? Da ist irgendwie der, wenn man da IG Metall hört, da gibt es mal einen Infostand und so weiter und so fort, aber so richtig spielt das ja keine Rolle. Jetzt gibt es ja noch dieses duale Studium. Jetzt kann ich euch sagen, wir versuchen Konzepte zu entwickeln, wie wir an die Dualstudierenden rankommen. Das sind ja diejenigen, die danach genau in solchen Bereichen teilweise auch unterwegs sind. Ja, gibt es eine klare Ansage der Arbeitgeber und der dualen Hochschule, Gewerkschaften haben bei uns nichts zu suchen. Ja, dann verweist man die sozusagen auf Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz und so weiter und so fort. Also Versuche gibt es natürlich. Und ich bin tatsächlich mittlerweile auch der tiefsten Überzeugung, wenn die uns nicht reinlassen, dann machen wir doch mal eine Demo vor der Tür irgendwann und melden mal an oder wie auch immer, weil natürlich wird von Arbeitgeberseite dort auch versucht, bewusst sozusagen uns fernzuhalten, also diese Aufklärungsgeschichten. Letzter Satz, Hasso-Plattner-Institut ist vielleicht einigen ein Begriff, die ja quasi mit einigen, also in Potsdam, die ja sozusagen Future Labs und Special Labs, und ich kann das selber gar nicht mehr so richtig aussprechen, obwohl ich der Sprache eigentlich mächtig bin. Ich habe mir das angeschaut. Wir waren mal dort, haben das besucht und haben auch mit Kolleginnen und Kollegen, die dort nicht organisiert sind, mal gesprochen. Das war hochgradig interessant. Da ist eine Tischtennisplatte, da ist eine Wii, also hier so eine, wo kann man mitspielen und so weiter und so fort. Die haben gar nicht gemerkt, wie ihr Tag vergeht. Gell? Also das Einzige, was dann gestimmt hat, ist das, was sie gesagt haben. Die haben uns auch erzählt, sie merken natürlich, dass sie bestimmte Gesetze nicht überschreiten können. Die werden nämlich irgendwann müde. Jetzt kann ich Ihnen sagen, was das Angebot des Arbeitgebers ist, wenn sie müde werden. Kaffee, Tischtennis, Bällebad oder mal kurz an die frische Luft sozusagen. Und da ist im günstigsten Fall noch ein Pool mit 15 Grad kaltem Wasser, da kann man mal kurz reinspringen sozusagen und wieder reinkommen und dann in die Sauna gehen. Das ist furchtbar, Leute. Das ist eine furchtbare Arbeitswelt, weil es die Kolleginnen gar nicht mehr merken, wie sie im Grunde genommen immer schwächer und immer schwächer werden. Krank gibt es dort übrigens nicht. Man kann ja sozusagen auch Tee trinken
und andere Dinge machen. Also furchtbar, ich glaube, dass wir sind nicht unvorbereitet, aber wir brauchen noch Zeit. Das ist ein ganz dickes Brett sozusagen, wo wir nach und nach, da brauchen wir auch die Wissenschaft übrigens, die begleiten kann und müssen nach und nach Konzepte entwickeln. Tarifverträge, Betriebsräte in solchen Bereichen ist das Richtige, das klingt so dinosaurierhaft, ist trotzdem noch das Richtige. Ich glaube aber, auch da fehlt es an, da fehlt es dann wirklich an Aufklärung. Man muss auch erklären, was ein Tarifvertrag bewirkt, wenn er denn abgeschlossen ist. Also dass er Schutzmechanismus hat, jetzt der allerletzte Gedanke, dafür sind uns aber die Arbeitgeber auch abhanden gekommen übrigens, ne, die dann mit uns mal abschließen und sozialen Frieden absichern wollen. Ich bin jetzt gar nicht so der große Sozialpartnerfreund, aber die gibt es ja auch nicht mehr. Also das Institut sagt, dann braucht man nicht, machen wir individuellen Arbeitsverträgen. Aber dafür gibt es dann kostenlosen Kaffee. Also das ist wirklich eine ganz große Herausforderung. Michael Raab, ich habe mich gerade gefragt, weil ich dieses Wort so ohne Anführungszeichen oder so ausgesprochen habe. Was halten Sie denn eigentlich vom Begriff wie Work-Life-Balance? Also es klingt ja wie Arbeit und Leben muss sich irgendwie schon vereinbaren lassen, aber der Primat liegt immer noch auf der Arbeit. Ich weiß gar nicht, was ich zu diesem Neusprech sagen soll. Ich finde es abscheulich, irgendwie blanke Ideologie, die uns halt vergessen lässt, also zum einen vergessen lässt, dass das, was im Live stattfindet, also die Care, halt eben auch mühevoll und anstrengend ist und zum anderen uns vergessen lässt, dass Arbeit halt eben im Kapitalismus Ausbeutung ist. Arbeit ist das, wo menschliche Tätigkeit in Profit verwandelt wird. So einfach ist das. Und das irgendwie positiv zu besetzen, selbst wenn es Spaß macht, das ist schon das Problem. Und da steht meiner Ansicht nach halt eine Einstellungsänderung irgendwie an, dass man das mal wieder sieht, dass halt Arbeit auch den Tätigkeiten ihren Stempel aufdrückt, auch da, wo sie Spaß macht, wenn man dann am Ende nur noch damit beschäftigt ist, sie abzurechnen, Mittel einzuwerben, Anträge zu stellen oder sie halt möglichst effektiv zu gestalten. Deswegen also einmal eine Einstellungsänderung, die halt sagt, nicht mich in der Arbeit verwirklichen, sondern möglichst wenig mit diesem Mist zu tun zu haben. Und gut, Einstellungsänderungen, wenn man jetzt Materialistin ist, bringen die immer nicht so viel. Zudem muss es halt irgendwie gesellschaftlich eine Möglichkeit geben, dass es halt andere Wege der Existenzsicherung gibt, damit man halt eben auch mit wenig Erwerbsarbeit am Ende nicht in die Altersarmut rutscht und ja, keine Ahnung, wahrscheinlich das Realistischste gerade sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen oder so. Aber irgendwelche Modelle, die es halt möglich machen, dass man halt eben sich nicht in der Arbeit schön verwirklichen kann, sondern dass man mit möglichst wenig Arbeit gut leben kann. Nun spreche ich hier kein Geheimnis aus. Die Sache mit dem bedingungslosen Grundeinkommen ist nicht zuletzt unter gewerkschaftlich diskutierenden Menschen sehr umstritten. Gibt es irgendeine Lösung? Ich meine, es ist ja sozusagen, weil interessant daran ist ja, Michael Raab kommt sozusagen dem Sandro Witt, der immer stark gemacht hat, da gibt es Leute, die können sich gar nicht leisten jetzt, weil sie 3.500 netto bekommen, da reicht ja noch das von 4 Tagen vielleicht aus, man hat einen Tag mehr frei. Bedingungsloses Grundeinkommen ist eine Sache, die wir ja in den 90er Jahren als Existenzgeld diskutiert haben, in den 80er Jahren, weil aus Frankreich bestimmte Signale und Debatten kamen. Denn, und jetzt taucht es als bedingungsloses Grundeinkommen nochmal auf, so die dritte Welle der Diskussion, ohne jetzt eine BGE-Debatte zu führen. Aber ist der Schlüssel tatsächlich eine irgendwie gesellschaftlich organisierte Lebensgrundlage, die so lange Waren produzierende Gesellschaft, Äquivalenztausch mit Geld irgendwie nach sich ziehen, ja irgendwie auch, also mit einem ausgezahlten Mittel sich Dinge kaufen zu können, irgendwie in Verbindung ist? An euch beide. Nee, bist du erst, oder? Wir haben ja diverse Workshops zu dem Thema gemacht, und ohne da eine BGE-Debatte draus zu machen, das ist jetzt aber schwer, gell? Wenn man aber vielleicht mal, was sagt das denn aus über den Sozialstaat? Also ich würde mir ja wünschen, dass wir eine Debatte führen, dass Jens Spahn gerade die sozialen Sicherungssysteme kaputt haut. Nee, ernsthaft, Leute, ja. Also über die sozialen Sicherungssysteme auch mal zu reden. Mit den 40% Deckelungen der Sozialversicherungsbeiträge interessiert scheinbar keinen. Aber da werden Rücklagen aufgebraucht und dann ist sozusagen das System auch kaputt. Und was kommt dann? Die Privaten. Also ich glaube, Spahn wird ja von den Privaten da so ein bisschen auch sozusagen zumindest aufgefordert, das zu machen. BGE, ich würde es mal auf eine andere Formel bringen, weil wir sind da klar positioniert in der Frage,
bedingungsloses Grundeinkommen kritisch zu diskutieren, keinen Komplettumbau des Sozialstaates, also dieses System, was mal erkämpft wurde, auch zu halten. Aber ich finde quasi diese ganze Arbeitslosengeld zwei miese Herangehensweise, Menschen nackig zu machen, damit sie sich sozusagen überhaupt irgendwie ein kleines Existenzminimum dann bekommen, sozusagen staatlich, finde ich eine echt miese Hausnummer, die abgeschafft werden muss. Also wo man auch sagen muss, diese Gängelei muss tatsächlich weg. Und ich finde so eine spannende Rechnung, kann ich mich erinnern, dass wenn man das alles zusammenzieht, was dort an Finanzen genommen wird, um jemanden dann mit so einer miesen Methode irgendwie 400 Euro zu geben, 1500 Euro sind, die es so insgesamt systemisch kostet, dann bin ich eher bei denjenigen, die sagen, dann lasst uns, also ich bin großer Umverteilungsfan, ja, dann lasst uns das Geld auch nehmen und tatsächlich so fair verteilen, ohne dass sich da Leute kaputt machen müssen und mit irgendwelchen Anträgen, wo sie 15 Seiten ausführen müssen. Das ist sozusagen tatsächlich die Antwort darauf. Aber ich sage, es funktioniert innerhalb des Systems. Also ich brauche nicht sozusagen die Umwälzung dieser ganzen sozialen Sicherungssysteme. Die würde ich gerne weiter erhalten. Und als solidarische übrigens, vorhin hat Bodo das gesagt, Bürgerversicherung. Ich finde das immer richtig sozusagen. Das ist jetzt der erste Ministerpräsident, der sozusagen dieses Wort irgendwie auch immer mal wieder in den Mund nimmt. Ich finde das richtig. Also Umverteilungsmechanismen auch da zu nutzen. Und nicht zuletzt, das BGE beantwortet nicht die Frage nach dem Millionär, der im Grunde genommen nicht mehr weiß, welche Fußballmannschaft er noch kaufen soll, sondern der bleibt da sozusagen erstmal sozusagen mit negativer Einkommensteuer und so weiter. Ich will nicht in die Fachdebatte, aber ich finde eine Vermögenssteuer, eine richtige, wo man reingeht und wirklich, ich meine, ich will den in die Taschen greifen, ich will den nicht alles wegnehmen, aber das dann so umverteilen, dann habe ich eine andere sozialpolitische Diskussion und eine andere sozialpolitische Grundlage. Das ist meine Antwort und das ist auch die Antwort der Gewerkschaften derzeit. Ich will noch kurz Michael Raab die Möglichkeit geben, in diesem Care Revolution Bereich ist BGE ja durchaus als Modell ein Thema. Ja, ich würde ergänzend noch dazu sagen, auch auf was eingehen, was Ingrid Kurz-Scherf gesagt hatte, dass man erfolgreiche Kämpfe da führt, wo man reelle Forderungen mit einem transformatorischen Moment verbinden kann. Und ich meine, das ist beim bedingungslosen Grundeinkommen der Fall, weil es eine ganz reale Forderung ist, die jetzt mal in der realen Umgestaltung am Ende eigentlich ja nur bedeutet, dass bei ALG II die Bedürftigkeitsprüfung, die Gängelung und die Sanktionen wegfallen und es hoffentlich ein wenig höher wird. Das wäre schon mal ganz schön, eine realpolitische Forderung, umsetzbar und alles. Aber zum anderen, mit dem sich Lösen, mit so einem Grundgedanken der wertvermittelten kapitalistischen Gesellschaft, dass man nur etwas bekommt, wenn man auch etwas dafür gibt. Also die Abkehr vom Äquivalententausch. Der Mensch kriegt Geld einfach dafür, dass er lebt. Das ist in meinen Augen eine zutiefst transformatorische Forderung. Das gefällt mir auch sehr gut an der Forderung. Gut, dann hole ich jetzt das Mikrofon, denn Anne Rieger hat etwas dagegen. Ja, etwas die Richtung beibehalten, aber über das Ziel hinausgehen. Also vorhin hat Ingrid Kurz-Scherf gesagt, es ist uns nicht gelungen, ein Zukunftsversprechen für die Menschen glaubhaft sozusagen zu belegen. Und ich glaube, dass das auch ein ganz wesentlicher Punkt ist, an dem wir jetzt immer wieder enden. Ja? Solange wir systemimmanent, also kapitalismusimmanent diskutieren, dann kommen eben solche Vorschläge wie zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen. Weil das natürlich für Menschen, die sehen, dass genügend Geld da ist und keine Arbeit haben, dass die das halt gerne möchten. Aber ich glaube, man muss einfach mal schauen und sagen, ist es wirklich so, dass der Kapitalismus das Ende der Gesellschaft ist? Was ist denn 1990 und 1989 passiert? Ingrid Kurz-Scherf hat gesagt, da ungefähr hat es einen Bruch gegeben. Ich sage genau, da hat es einen Bruch gegeben. Die Arbeiterbewegung ist geschwächt worden dadurch, dass ein Teil der Welt, die vorher versucht hat, sozusagen einen Realsozialismus aufzubauen, dass dieser Teil weggebrochen ist und das hat die Rückendeckung weggenommen, die der Arbeiterbewegung und der Gewerkschaftsbewegung gegeben hat. Und es hat, und dann bin ich dabei, was ist sozusagen das Zukunftsversprechen für die Menschen? Und es hat sozusagen uns allen geraubt, diese Zukunftsvision, es könnte doch vielleicht etwas Besseres geben als den Realsozialismus. Also viele waren ja dagegen, da will ich gar nicht drüber diskutieren, aber viele hatten auch das Gefühl,
wenn man sowas hätte, das müsste aber viel, viel besser sein und ganz anders sein. Und das ist völlig weggebrochen worden, sage ich wieder, durch die Medien. Und ich glaube einfach, dass wir da wieder ansetzen müssen. Jetzt sind wir natürlich eine Generation, die alle 1989 mitbekommen haben und dieses Hammer, den wir da auf den Kopf bekommen haben. Aber die junge Generation, finde ich, denkt da schon ein bisschen anders. Und wenn man dieses Zukunftsversprechen für die Menschheit einfach mal über die Arbeitszeitfrage hinausdenkt, über den Kapitalismus hinausdenkt, glaube ich schon, dass es Möglichkeiten gibt, mit Menschen darüber zu reden. Weil ich höre, ich weiß es nicht, es wird hier nicht anders sein, ich höre immer wieder, ich glaube, Ingrid Kurt-Scherf hat das auch gesagt, der Kapitalismus wird kritisiert. An vielen Punkten, nicht überall, aber an vielen Punkten. Die Rechten machen das auch, an vielen Punkten. Also viele sehen, dass der Kapitalismus, darf man das ja sagen, scheiße ist. Aber viele sehen eben keine andere Möglichkeit oder haben keinen Mut, etwas anderes zu machen. Und ich persönlich, mir geht es so, dass ich sage, und es muss etwas anderes geben und es wird auch was anderes geben. Wir müssen natürlich die Kräfte sammeln. Das ist eine Frage, die jetzt leider hier noch nicht diskutiert worden ist. Es ist doch alles eine Machtfrage. Der 8-Stunden-Tag ist eine Machtfrage, leider der 12-Stunden-Tag in Österreich jetzt auch. Dass alle Menschen genügend Geld haben, dass sie da auch ordentlich leben können und ihre Arbeit machen können, das ist alles eine Machtfrage. Und ich glaube, über diese Machtfrage und darüber, dass sich 1989 die Machtverhältnisse zu unseren Ungunsten drastisch verschlechtert haben. Darüber müssen wir diskutieren und müssen auch als Gewerkschaften zugeben, wenn wir Tarifabschlüsse machen, dass das nicht immer alles so grandios ist, wie das dargestellt wird, sondern dass es gute Abwehrerfolge sind, aber Abwehrerfolge. Und das, finde ich, muss man auch mit den Menschen diskutieren. Wir können nicht mehr sagen, das ist alles ganz toll mit der Arbeitszeitverkürzung, wie das jetzt die Metall gemacht hat. Ich bin eine harte Gegnerin davon, bin nicht mehr drin, aber also in der IG Metall schon, aber nicht mehr in dem Kampf. Das ist doch nichts anderes als eine Teilzeitarbeit über Tarifvertrag. Und das muss man doch zugeben, das muss man doch sagen, dass es so ist. Ich sage ja nicht, dass es nicht vielleicht richtig ist, sowas zu machen. Aber man kann das nicht als den großen Erfolg darstellen. Und ich glaube, da ist was drin, wenn wir Zukunftsversprechen machen wollen oder anknüpfen wollen an dem, was den Leuten wichtig ist, dann müssen wir da anknüpfen, Arbeitszeit beispielsweise, Rente beispielsweise, bedingungsloses Grundeinkommen beispielsweise, da müssen wir anknüpfen. Aber wir müssen auch mit den Menschen und mit uns selber darüber ehrlich sein und sagen, wir sind in einer Abwehrsituation, wie es unsere Eltern, also ich bin ja nicht mehr so jung, aber wie es unsere Elterngeneration nicht gewesen ist. 1989 war die tiefste Niederlage der Arbeiterbewegung in Europa, davon bin ich überzeugt. Frau Zimpelmann, wir gucken mal von der Vergangenheit in die Zukunft, ohne die Vergangenheit dabei zu vergessen. Aber weil das ist sicherlich ein Thema für eine ganz eigene Runde. Da müsste man dann zum Beispiel auch die Frage stellen, welche Rolle die Aneignung fremder Arbeit im Realsozialismus und durch wen und wie sozusagen welcher Arbeitsbegriff dort war. Das war ja auch alles nicht ganz widerspruchsfrei, um es zurückhaltend zu formulieren. Aber es ist viel von Vision gerade geredet worden. Und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, Sie wollten was zum BGE sagen. Wenn nicht, haben Sie eine andere Vision? Also zuerst mal, ich würde Anna-Riege recht geben, das ist eine Machtfrage. Aber gerade deswegen, weil es eine Machtfrage ist, sollten wir nicht nur in Verteidigungskämpfen bleiben, sondern genau diese Visionen und Konzepte entwickeln. Das ist der Punkt. So, und dann geht es nicht um beispielsweise, sondern dann geht es wirklich um eine gesellschaftliche Utopie und eine Vision. Und da würde ich sagen, Verknüpfung von Arbeitszeitverkürzung mit Grundeinkommen, das ist im Prinzip die Lösung. Und wenn ich auf die Arbeitszeitverkürzung gucke nochmal, weil es die Beschäftigtenbefragung der IG Metall immer wieder genannt wird, es gibt auch andere Befragungen und die sind eben auch bei Nicht-Gewerkschaftsmitgliedern, die sind auch in kleinen Unternehmen und. Und wir haben eine ganz klare Tendenz. Menschen, die in Teilzeit arbeiten, unter 25 Stunden, wollen eine Erhöhung ihrer Arbeitszeit. Menschen, die über 35 Stunden arbeiten, wollen eine Erniedrigung der Arbeitszeit und das Spektrum dazwischen ist mehr oder minder zufrieden mit der Arbeitszeit. Das heißt, dieser
Vorstellung von der 30-Stunden-Woche ist auch deswegen nicht so verkehrt, weil sie tatsächlich die Arbeitszeitwünsche trifft. Und wenn man auf das Presseecho schaut, was die IG Metall hatte, da hat ein Student von mir eine Bachelorarbeit gemacht, dann ist es wirklich ganz interessant, dass tatsächlich auch die FAZ positiv reagiert auf die ganze Frage. Es ist richtig, die Lohnfrage sozusagen, der Lohnausgleich wird von der FAZ natürlich negativ diskutiert, anders als in der Süddeutschen. Aber diese Frage von Flexibilisierung der Arbeitszeit im Sinne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist durchaus ein gesellschaftspolitisches Thema, was positiv gesehen wird von den meisten Menschen. Das muss man zumindest auch mal ganz klar konstatieren. Deswegen stehen die Chancen, dieses Thema tatsächlich auf die Agenda zu nehmen, gar nicht so schlecht. Und wenn Sie nach der Vision fragen, dann bringe ich halt nochmal diese Sache mit der Postwachstumsgesellschaft, die eben auch diese ökologische Vision mit drin hat, die eben beispielsweise am regionalen Wirtschaften orientiert ist, die auch daran interessiert ist, weniger zu konsumieren, weniger ist mehr. Solche Aspekte, die sind zum Teil konträr mit Vorstellungen, die auch aus der Gewerkschafts- und Arbeiterbewegung kommen. Ich denke, das sind genau die Dinge, dass wir uns auch streiten müssen über die Vision und über die Form der Gesellschaft, die wir wollen. Und gleichzeitig uns aber trauen sollen, Grenzen zu überschreiten. Wenn ich jetzt höre, der DGB sieht das bedingungslose Grundeinkommen nicht mehr ganz so negativ wie früher. Es ist mir ja nicht neu, dass das so ist. Aber auch da gibt es ja eine Öffnung. Früher waren ja die Gewerkschaften, was Grundeinkommen betrifft, sehr, sehr restriktiv. Ja? Also ich glaube, es geht wirklich auch um Öffnung. Und da würde ich auch uns alle ansprechen. Also sozusagen, es geht um Visionen, die auch manchmal über die eigenen Denkgrenzen hinausgehen. Professor Nachreiner, ich habe noch eine Frage an Sie, die Sie mir nur wahrscheinlich beantworten können, weil sie sowohl eine Frage der Logik ist, als auch eine Frage der Psychologie. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann deuten im Prinzip alle arbeitswissenschaftlichen Forschungen darauf, dass zu viel Arbeiten dem Arbeitenden zusetzt. Also aus einer kapitalistisch inhärenten Rationalität ist es eigentlich ein Schuss ins eigene Knie, weil wenn die Leute so viel arbeiten, dann machen sie mehr Unfälle, werden unkonzentrierter, erholen sich nicht mehr so gut. Also ich bin jetzt kein Kapitalist, aber ich würde mir vorstellen, Mann, das ist doch gar nicht gut, denn dann kann ich aus den Leuten nicht mehr so viel rausholen. Wie kommt dieser Widerspruch zustande? Es gibt einen blöden Effekt dabei. Die Wirken von Arbeitszeiten sind meistens zeitversetzt. Wenn Sie sich jetzt kaputt arbeiten, merken Sie das so schnell gar nicht, sondern warten Sie mal ein paar Jahre, dann kriegen Sie es umso fetter. Das heißt, die direkte Erfahrung mit den negativen Konsequenzen und mit beeinträchtigenden Konsequenzen kommt nur bei sehr hohen Belastungen zustande. Dann merken Sie das und dann sagen Sie, ach, ich muss mal aufhören oder mal putzen. Ne? Die anderen Entwicklungen, die sehen Sie zum Teil nicht. Wenn Sie Schichtarbeiter fragen, hat das was zu tun mit der Erziehung deiner Kinder oder so, dann gucken die Sie so dumm an und sagen, wieso? Und wenn Sie ihnen dann sagen, dass Schichtarbeiterkinder schlechtere Chancen haben im sozialen Aufstieg, dann gucken die noch blöder. Das ist aber so, das merken Sie zum Teil überhaupt nicht und es wird auch nicht kommuniziert. Das heißt, wir haben eine ganze Menge von Erfahrungen, als Wissen hinterlegt, die nicht unten ankommen an der Basis, weil das ist auch kein Schulfach, das könnte man ja mal in der Schule lehren, wie man mit sich selbst umgeht. Damit man weiß, auf was man sich einlässt eigentlich bei der Arbeit. Damit man das abschätzen kann, damit man weiß, welche sozialen Konsequenzen das hat, wenn ich bestimmte Schichtformen mache und dafür auch schön Geld kriege, wie das derzeitig ja der Fall ist. Die kompensieren ja solche Mehrarbeiten oder Schichtzuschläge durch Geld. Wenn wir in der Beratung von Unternehmen oder in der Umbau von Schichtplänen sind, sagen, kommt Leute, wir machen das über die Freisetzung, ihr kriegt weniger Arbeitszeiten, damit die Effekte nicht beeinträchtigend wirken. Das ist ja unser Ziel als Arbeitswissenschaftler und auch als Gesellschaftler, sagen, da darf nichts Böses rauskommen. Wenn wir sagen, das kriegen wir am besten hin, nicht durch ein paar Euro, ein paar Cent mehr, sondern dadurch, dass ihr Arbeitszeiten reduziert bekommt. Wir setzen eine fünfte Schicht ein oder wir machen Schichten kürzer, auf 30 Stunden zum Beispiel bei Schichtarbeiter, bei schweren Dingen. Dann gucken die alle sehr blöd.
Und dann kommt hinzu von der anderen Seite, dann verliere ich Geld. Darauf bin ich fest eingestellt. Schichtarbeit ist zum Beispiel so eine Falle, aus der sie nie wieder rauskommen, weil sie damit den Aufstieg kriegen, mit dem Zuschlag, der kommt, und damit drin hängen und kaum noch eine Möglichkeit haben, was zu tun. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir fairer kompensieren. Auch deswegen fällt es uns schwer, die Leute in der Schicht zu überzeugen, dass sie mal ein anderes Schichtsystem machen. Machen wir schon seit Jahren dieses System, haben wir immer schon so gemacht. Also dann kommen die bekannten Argumente. Haben wir noch nie so gemacht. Dann könnt ihr auch noch ein Psychologe kommen, um Gottes Willen. Ne? Der uns sagt, wir müssen das anders machen. Wir brauchen da auch die Umsetzung in den Betroffenen selber, bei den Betroffenen selber. Das läuft noch nicht so, wie wir das gerne hätten. Das muss ich mal deutlich sagen. Und da tun manche Leute auch relativ wenig. So, und je weniger sie sind solidarisch gebunden sind, umso weniger kriegen sie auch mit dabei. Diese Einzelkämpfer, die wir eben hatten, die sind alle jung, merken noch nichts, ein paar Jahre später. Sie sind nicht gebunden in Gemeinschaften, bei denen das erfahren wird von anderen und weitergegeben wird, sodass wir da unsere größten Schwierigkeiten haben, ein paar Grundlagen aus den arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen umzusetzen. Ich merke da gar nichts von. Wir sehen, es ist ein dickes Brett. Es zu bohren, wird viel Arbeit verlangen. Möglichst in regulierten Arbeitszeiten, sofern dieses Streben nach einer besseren Gesellschaft berufsmäßig gemacht wird. Ursprünglich wollte ich jetzt eigentlich noch mal durchgehen und ein paar Kolleginnen und Kollegen aus dem Publikum fragen. Es liegt nur an mir und ist allein meine Schuld, dass das nicht mehr passiert. Wir sind nämlich schon am Ende. Ich habe wieder viel gelernt, insbesondere, dass Ingrid Kurz-Scherf mit der Idee sehr, sehr richtig liegt, dass nämlich die Frage der Arbeitszeitverkürzung für sich genommen möglicherweise noch nicht der einzelne Punkt ist, mit dem man aus die große Transformation anstreben kann. Aber man kann in der Arbeitszeitverkürzung die Dimension der großen Transformation sichtbar machen. Und da haben wir heute, finde ich, ganz gute, auch über die normale Arbeitszeitdebatte hinaus interessante Anregungen gewonnen, was die ökologische, die Nachhaltigkeitsfrage, die Genderfrage, die Frage des Care-Bereich der Reproduktion angeht. Auch die Frage der Macht, die ist gar nicht unwichtig. Wir werden uns noch viel darüber streiten müssen, wie wir sie richtig beantworten. Ich habe viel gelernt, bedanke mich ganz herzlich bei Anne Rieger, bei Professor Zimpelmann, bei Professor Nachreiner, bei Sandro Witt und Michael Raab und freue mich auf die nächste Etappe des Chors. Vielen Dank.